K19 ist ein Fernsehsender der besonderen Art. Das Motto lautet: Alles unter einem Dach. Wir produzieren 100 Live-Übertragungen im Jahr. Wir beliefern 3 Millionen User über Social-Media-Kanäle. K19 sieht man in Österreich in 1 Million Fernsehhaushalten via Magenta und A1. K19 macht Lust auf Sport, Tourismus und mehr. Und das am besten live. K19 mit dem Motto: Alles unter einem Dach. Heute zunächst Handball mit dem Alpler HC Hart und den Pfeifers aus Margareten. Das ist normalerweise ein absolutes Spitzenspiel. Am Sonntag gibt es dann bei uns unter anderem Fußball mit dem Vorarlberger Derby. Austria-Lustenau, FC Dornbirn ist geplant derzeit. Da gibt es ja mehrere Corona-Fälle. Da sind wir gespannt. Und dann am Nachmittag ab 15 Uhr aus Feldkirch das Vorarlberger Derby in der Women's Handball League zwischen Blau-Weiß Feldkirch und der Mannschaft des SSV Schoen-Dornbirn. Also, es gibt viel zu tun in den kommenden drei Tagen hier bei uns. Und beginnen wird jetzt gleich mein Kollege Johannes Emmerich. Er ist nämlich in der Halle in Hart. In einer halben Stunde geht es hier los. Die Vorberichterstattung, und damit geben wir ab zu ihm und zu Michi Knaut. Heute kommen die Pfeifers, die haben gegen Schwarz zwar knapp verloren, sind aber auch in sehr, sehr guter Form. Ist Hart schon bereit für so einen Gegner? Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich glaube, dass mit Dominik Schmidt, der jetzt wieder zurück in der Mannschaft ist, auch wieder mehr Schwung mit in das Spiel kommt. Aber nichtsdestotrotz, die Pfeifers haben im Moment auch eine Doppelbelastung mit der Euroleague. Sie strotzen aber vor Selbstvertrauen und man merkt ihnen die Müdigkeit nicht wirklich an in der letzten Zeit. Aber ja, sie haben jetzt am Dienstag gegen Moskau gespielt, zu Hause auch wieder eine sehr gute Leistung gebracht und waren knapp davor, auch die Russen zu schlagen. Und ja, also wenn Hart heute hier gewinnen will zu Hause, dann braucht es auch eine sehr, sehr gute Leistung über ganze 60 Minuten. Ist bei Hart, sind alle fit? Lukas Schweighofer hatte ja einen Nasenbruch oder hat letztes Mal sehr viel Blut hier auch lassen müssen. Sind alle dabei? Ja, es sind alle Gott sei Dank mit an Bord. Schweige hatte Gott sei Dank nur einen geraden Bruch. Das heißt, es ist in der Regel nicht so schlimm. Außer er bekommt jetzt nochmal richtig eine drauf. Wie gesagt, hat der Optik nicht geschadet. Das absolut nicht. Vielleicht ist er das noch ein bisschen schöner geworden, aber schlimmer ist sicherlich nicht. Ja, wir hatten vielleicht ein, zwei Spieler, die ein bisschen mit kleineren Verletzungen im Moment kämpfen. Aber für so ein Spiel gibt es normalerweise keine Schmerzen. Da beißt man auf die Zähne oder beißt die Zähne zusammen. Denn jeder in dieser Mannschaft weiß heute hoffentlich, wie wichtig diese zwei Punkte sind. Auch was das Selbstvertrauen für die nächsten Wochen einfach zeigt. Danach ist Nationalteampause und sie sollen diesen Schwung heute einfach mitnehmen, wäre ideal. Und wenn man dann gegen die Pfeifers gewinnen können, glaube ich schon, dass dieses einfach noch einen größeren Schub und den nächsten Schub geben kann. Du hast vorhin schon die Europacup-Spiele der Pfeifers angesprochen. Wie ist das so im Handball? Im Fußball kennen wir es alle, da ist der Europacup, Champions League das Größte immer. Und da leidet dann häufig auch die Liga darunter. Im Handball fliegt dieser Europacup ein bisschen unter dem medialen Radar zumindest. Ist das als Spieler auch so, dass das nur die zweite wichtigste Aufgabe ist? Oder ist man schon in einem gewissen Hochgefühl unter der Woche und vielleicht das Wochenende ist nicht so wichtig in der Liga? Also ich glaube, dass für die Pfeifers und überhaupt für die österreichischen Vereine der Europacup oder sprich bei den Pfeifers jetzt diese Europa League ein absolutes Highlight ist. Wenn man ehrlich ist, haben sie ja schon es überhaupt durch eine große Überraschung und Riesensensation geschafft, in die Gruppenphase zu kommen. Also mit Benfica Lissabon haben sie ja nicht irgendjemand geschlagen und auch gegen die Spanier hatten sie eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist und die Pfeifers diese Aufgabe sehr gerne annehmen. Auch aufgrund dessen, wenn man internationale Erfahrungen sammeln kann, macht dich das auf der einen Seite durch die Doppelbelastung vielleicht ein bisschen müde, aber du sammelst so viele Erfahrungen und bekommst mehr Routine, dass sich das einfach unglaublich stärkt, auch im weiteren Verlauf von jedem Einzelnen, was die Karriere betrifft. Jetzt haben die Pfeifers eine starke Mannschaft, das haben sie bewiesen mit 6 Siegen und nur einer Niederlage gegen Schwarz. Was macht diese Mannschaft aus?
Ich glaube, das gesamte Team. Also es scheint alle derartig an einem Strang zu ziehen. Es gibt nie irgendwas im Spiel, was schlechte Stimmung innerhalb von der Mannschaft betrifft. Das hat Peter Eckel wirklich anscheinend sehr gut unter Kontrolle und auch die Mannschaft, das Mannschaftsgefüge ist sehr, sehr groß. Immer wieder kommen sehr rasch junge Spieler in das Konzept hinein von der ersten Mannschaft und scheinen das auch sehr, sehr gut umsetzen zu können, was sich wahrscheinlich da auch daraus zeigt, dass ab der Jugend einfach das gleiche Konzept gespielt wird. Sie bringen wirklich immer wieder junge Spieler sofort als Leistungsträger und diese Spieler scheinen schnell sehr viel Selbstvertrauen zu tanken. Und das macht, glaube ich, auch die Fivers im Moment aus. Es ist egal, wer von den jungen oder älteren Spielern auf der Platte steht, kommen hinein und ab der ersten Sekunde wird 150% gegeben. Ja, mit Brandfellner und Seidel fallen bei den Fivers zwei Spieler aus. Eben hart komplett, haben wir gehört. Kann das und vielleicht die Fivers ein bisschen müde von der Woche, kann das den Ausschlag geben in diesem Spiel? Könnte unter anderem sein, sage ich mal. Weil David Brandfellner ist eine sehr, sehr große Stütze am rechten Flügel im Spiel der Fivers und ein sehr, sehr starker rechter Flügel auch. Könnte sein, Seidel wird ihnen sicherlich in der Abwehr auch fehlen, weil sie werden durch die Müdigkeit und diese Doppelbelastung sicherlich auch wer wechseln müssen. Ich hoffe aber auch, oder nichtsdestotrotz wird es einfach sein, wenn die Hader nicht die dementsprechende Leistung bringen, dann wird es auch trotzdem ganz, ganz eng werden und dann auch noch vier Spieler von den Fivers fehlen. Fakt ist, Harden muss die Leistung abrufen über die vollen 60 Minuten und dann kann man die Fivers heute auch biegen. Beim letzten Spiel zu Hause gegen Schwarz kam Dominik Schmid zurück in den Kader. Wie weit ist er? Kann er auch von Anfang an schon spielen? Ich glaube noch nicht. Ich glaube auch, dass man im Moment jetzt nicht Dominik Schmid die ganze, sage ich mal, das ganze Last jetzt sofort wieder weitergeben muss, sondern er braucht genauso seine Mitspieler auch, um wieder mehr ins Spiel zu kommen. Was er natürlich auch extrem danken muss, ist, er muss auch wieder zu seinem mehr Selbstvertrauen finden und das Gespür auf der Platte bekommen. Jede Minute für ihn auf der Platte ist kostbar, auch für die Mannschaft, dass er der Mannschaft helfen kann. Und wenn er einen Lauf hat und in das Spiel hineinkommt, warum sollte er denn heute zumindest, sage ich mal, 35, 40 Minuten nicht spielen können? Zum Glück haben wir mit Thomas Hohe einen guten Torhüter, der uns hier vor den aufwärmenden Hadern beschützt. Ich hoffe, er hält die Bälle dann auch im Spiel. Ja, hoffentlich. Ein Thema bei den letzten Spielen war das Flügelspiel der Hader, das nicht ganz so funktioniert hat. Du als Flügel kennst es vielleicht, wenn man nicht angespielt wird über eine gewisse Phase. Wie ist das dann? Hängt man in der Luft? Kann man sich selbst ein bisschen mehr ins Spiel einbringen auch? Oder ist man wirklich von diesen Pässen abhängig, dass man auch angespielt wird, dass man reinkommt? Also erstens mal ist man sicherlich mehr oder weniger als Flügelspieler abhängig von seinen Mitspielern. Es gibt sehr, sehr wenige Flügel, die noch das 1-gegen-1 Spiel oder so suchen, sondern auf ihre Chance warten. Und die Flügel bekommen im Schnitt einfach nicht so viele Chancen wie die Aufbauspieler. Und wenn du diese Chance bekommst, musst du auch schauen, dass du diese nutzt. Und im letzten Spiel gegen Schwarz hat leider Kischoff jedes Mal den Flügel den Zahn sehr schnell gezogen. Dann sinkt natürlich gleichzeitig auch das Selbstvertrauen. Und kommt dann noch der zweite, dritte Wurf und der ist wieder nicht drin, ist es dann schon sehr, sehr schwierig, wieder ins Spiel zu finden, weil man nicht weiß, bekommt man überhaupt die Chance nochmal im Spiel. Ich habe immer geglaubt oder bin der Meinung, dass man Flügel alles in den ersten Wurf investieren sollte. Da hast du automatisch Selbstvertrauen, die Emotionen steigen, das Adrenalin steigt und du findest viel schneller in die Partie. Und wenn dann die anderen Bälle kommen, steigt auch mehr, sage ich mal, das Selbstvertrauen so, dass du dich auch gerne versuchst, Varianten auszuprobieren, weil du einfach im Flow bist. Kommen vielleicht die jungen Spieler, die jungen Flügelspieler auch auf dich zu und holen sich Tipps? Ja, führen durchaus ab und zu Gespräche oder ich gebe ihnen auch gerne Tipps, wann sie das wollen. Prinzipiell ist es aber sicherlich auch so, dass sie jetzt auf ihrer, sage ich mal, Erfindungs- und Entdeckungsphase sich befinden und auch einfach auch schauen müssen, dass sie ihre Stärke und alles sich im Training auch holen. Das ist extrem wichtig, wenn man diese Flügeltrainings immer wieder während der Woche hat, dann sollte man diese auch ideal nutzen, denn im Training kann man sich auch sehr viel Selbstvertrauen für das Spiel holen. Ja, sprechen wir noch ganz kurz über die Tabelle, über die Ausgangsposition. Vorne ist Schwarz, 8 Spiele, 8 Siege, makellos. Dahinter die Fivers, auch sehr stark bisher. Und dann eben ein geballtes Mittelfeld mit Hart unter anderem. Ist die Liga, hat man immer darüber gesprochen, ist ausgeglichener geworden als in den Jahren. Ich glaube, bei euch hat es Spiele gegeben, da wusstet ihr, das werden wir nicht verlieren. Ja, man muss schon ehrlich sagen, dass es wirklich einige Jahre gegeben hat, wenn man gewisse Mannschaften zu Hause vom Alpla HC Hart Sichtweise hatte. Die Frage nur war, wie hoch schlägt man sie heute? Das ist absolut nicht mehr der Fall. Und man sieht auch jeden Spieltag aufs Neue, dass jeder jeden schlagen kann oder zumindest auch Mannschaften wie Linz und Bernbach einfach bis zum Schluss den großen Clubs gefährlich sein können.
Und deswegen, ja, ich glaube, dass die Liga stärker und ausgeglichener geworden ist. Und Schwarz hat in den letzten Jahren auch schon gezeigt, dass sie immer kurz davor waren, den nächsten großen Schritt zu machen. Jetzt natürlich können sie dieses Wochenende die perfekte Hinrunde spielen. Hat es auch selten gegeben in der Liga. Und für Hart gilt einfach heute, Platz für Platz und Punkt für Punkt nach oben zu klettern und dann schauen am Ende von der Hinrunde oder überhaupt vom Grunddurchgang, wo steht man dann? Ja, du sprichst es an, es ist der letzte Spieltag der Hinrunde. Gegen jeden Gegner einmal gespielt. Wie würdest du das jetzt einordnen? Ist Hart für dich vielleicht die aktuelle Nummer 3 in der Liga? Schwierig zu sagen, ich glaube nicht. Also nicht in der Tabelle, da wissen wir es. Das ist jetzt zwar knapp beisammen, aber nicht so, aber so von der Stärke her. Ich glaube absolut noch immer an die Jungs. Wie gesagt, es war eine große Umstellung auch. Es sind einige Stützen nicht mehr da und das Team ist neu geformt worden, auch mit einem neuen Trainer. Es liegt jetzt einfach an der Mannschaft selber, den Kader, den sie zur Verfügung haben. Und mit dem Kader bin ich der Meinung, dass er stark genug ist, auch jetzt mit Schwarz und Fivers mitzuhalten. Auch wenn man einen kompletten Aussetzer gegen Schwarz zu Hause hatte, ist in der Vergangenheit aber auch mit der kompletten und besseren Mannschaft oder sagen wir mal breiteren Mannschaft genauso auch passiert. Jetzt gilt es einfach, eine gewisse Konstanz in das Spiel hineinzubringen und dann einfach Spiel zu Spiel nach vorne zu blicken und genauso die Fivers heute ärgern, wie auch Schwarz kommt auswärts auch noch dran. Warum sollte Hart auch nicht dort vor Weihnachten sich noch selber belohnen? Ja, eine Viertelstunde ist es noch bis zum Spielbeginn hier in Hart. Bevor wir jetzt noch zu unserem Experten Andi Wager kommen, der zu uns kommt, zu ja, sehr viel Erfahrung, Handballerfahrung habe ich dann bei mir mit diesen beiden Größen, gehen wir noch ganz kurz ins Studio zu Martin Böckle und dann sind wir in wenigen Minuten zurück hier aus der Harder Handballhalle. Ich wollte es gerade sagen, fehlt nur noch Andi Wager, dann ist dieses Trio komplett, das stundenlang durchreden könnte. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel, heute ab 18.30 Uhr am kommenden Wochenende, wir haben es angekündigt, bei uns Vollbetrieb und was am Sonntag alles los ist, das schauen wir uns jetzt kurz an. Wer ist Vorarlbergs Nummer 1 im Fußball und im Handball? Wir zeigen es bei K19. Am Sonntag, 1. November ab 10 Uhr berichten wir vom Vorarlberger Derby in der zweiten österreichischen Fußballliga zwischen Austria Lustenau und dem FC Dornbirn. Und ab 14.30 Uhr zieht es uns nach Feldkirch. Dort übertragen wir live das Vorarlberger Handball Derby in der Women Handball League zwischen Blau-Weiß Feldkirch und SSV Schorn Dornbirn. Sonntag, 1. November, live bei K19. Österreichweit in unseren Fernsehkanälen und online auf k19.at. Der Derby-Sonntag bei K19 in Zusammenarbeit mit Loola1.at wird präsentiert von Tozzi Vitaldrink mit Unterstützung der Sparkasse Feldkirch und McDonalds Vorarlberg. K19, am besten live. Und damit jetzt wieder ab zurück in die Halle. Zu Johannes Emmerich, zu Andi Wager und zu Michi Knaut. Ja, wir sind wieder zurück in der Harder Handball Arena. Bei mir sind jetzt 21 österreichische Meistertitel versammelt und ich habe keinen davon. Michi 10, Andi 11, Andi 10 Meistertitel. Danke, dass du wieder dabei bist. Du hast die letzten zwei Spiele mit uns verfolgt und auch Klartext gesprochen. Du warst nicht ganz zufrieden mit den Hardern in den vergangenen Spielen. Ja, nicht ganz zufrieden. Das letzte Spiel haben sie gewonnen. Dann habe ich gesagt, es wird heute eine große Beweisprobe. Ich glaube, dass sie es in der Heimhalle vielleicht schaffen können. Ich drücke Ihnen die Daumen. Was erwartest du von diesem Spiel? Die Fivers kommen ja auch mit einer breiten Brust, haben auch im Europacup gut gespielt. Glaubst du, dass es auf Augenhöhe, ja, dass sich die beiden Teams auf Augenhöhe begegnen? Also was erwartet uns heute? Wahrscheinlich ein sehr temporeiches Spiel. Die Fivers werden sicher über 60 Minuten, so wie ich letztes schon erwähnt habe, 100% richtig Druck machen auf die Harder Mannschaft. Da heißt es jetzt von der Harder Seite richtig dagegen stemmen. Die ersten 10 Minuten sind meiner Meinung nach, glaube ich, wichtig, dass man da mal richtig ein Zeichen setzt, nämlich auch die Aggression den einzelnen Spielern zeigt. Und dann schauen wir, wenn die Harder Mannschaft fit ist, dann ist sehr viel drinnen heute. Du hast das letzte Mal auch angesprochen, die Flügel waren nicht so im Spiel. Die sollen sich im Bus noch kennenlernen. Hast du irgendwelche Infos bekommen? Wurde im Bus gesprochen? Ich habe keine Infos bekommen, nur ich habe gehört, dass sich der eine oder andere das Video angeschaut hat. Und ich hoffe natürlich, dass sie da sagen, okay, eigentlich hat er gar nicht so Unrecht.
Vielleicht haben Sie sich ja kennengelernt, oder, Michi? Ja, vor allem, ich glaube, falls Sie es gesehen haben, können Sie auch sagen, über Kritik kann man ja genauso auch stärker werden. Und dem Frankie Schinkels des Handballs möchte man gerne beweisen, dass er Unrecht hatte. Wie ist das so als Handballer, wenn man auch mal Kritik hört? Oder wie war es für dich in deiner Karriere? Wie bist du damit umgegangen mit Kritik? Ja, ich finde schon, dass wenn ich Kritik irgendwo bekommen habe oder gehört habe, mich das eigentlich stärker gemacht hat, weil du willst diesen Leuten beweisen, dass sie einfach falsch liegen, oder? Wenn man wirklich ganz oben mitspielen will und ein Leistungsträger im Mannschaftssport oder gerade im Handballsport sein will, dann muss man auch lernen, mit sowas umzugehen. Wenn man das nicht kann, dann wird man auch sehr schnell am Profisport scheitern. Anne, du warst ja auch lange hier in Den Haag. Wie war es bei dir mit der Kritik? Hat es das gegeben? Wie bist du damit umgegangen? Hast du zurückgefeuert auch? Also, ich glaube, dass jeder noch ein Spiel gesagt hat, was ist eigentlich mit dem los? Der ist nicht ganz fit oder so. Mir war das relativ wurscht, weil ich bin mit jedem immer ganz gut zusammengekommen. Kritik ist ganz wichtig im Sport. Und so wie das der Michi ganz gut erklärt hat, dass man mit Kritik fähig sein muss, dass man mit dem richtig umgehen kann. Und man muss ja aber auch die Leute suchen nachher dann und sagen, du, ich habe gehört, du hast das und das gesagt. Wenn du mit dem Sport nicht auskennst, dann ist es gescheiter, du bleibst daheim. Und somit muss jeder damit umgehen können, ganz klar. Ja, jetzt fällt uns langsam der Torhüter hier, der uns beschützt vor den Hadern. Jetzt sind noch wenige Minuten, bis es losgeht, 10 Minuten. Was sind so die letzten Abläufe beim Aufwärmen? Was macht man in die letzten 10 Minuten? Ich glaube, jetzt sind sie gerade in der finalen Phase, bevor sie nochmal in die Kabine geht. Jeder Spieler versucht sich mit den letzten Würfen noch die eigene Stärke vielleicht zu holen. Die ersten paar Tore noch gegen den eigenen Torhüter zu schießen. Dann wird sich in der Mannschaftskabine nochmal richtig eingeschworen, heiß gemacht. Ich freue mich trotzdem, trotz allem, dass jetzt nicht voll ist, sondern nur 250 Leute hier sind, extrem auf das Spiel und bin auch schon gespannt während dem Spiel, was Andi Wager zumindest zu sagen hat. Ja, das werden wir dann auch in der Halbzeit klären. Da ist der Andi auch bei uns und kann uns jetzt ein bisschen einordnen, was wir gesehen haben. Andi, vielleicht noch ein Wort zu den Pfeifers so insgesamt. Was ist das für eine Mannschaft? Wo haben die ihre Stärken? Spielen die über den Flügel? Die spielen über den Flügel. Deswegen sind sie auch dort, wo sie hingehören. Ganz einfach. Das ist leider so. Aber mir taugt es, dass hier immer wieder das wiederholt. Braucht man Flügel oder nicht? Der Knauti weiß, wenn er keine Bälle gekriegt hätte, wäre er auch nicht so oft Master geworden. Also das ist einmal Fakt. Pfeifers macht das aus, dass sie wirklich über 60 Minuten, und man sieht es heute, dass sie wirklich Druck machen, vor allem die erste, zweite und dritte Welle, nämlich auch schon beim schnellen Anwurf immer volles Tempo gehen. Und das heißt, auf unserer Seite absolut zu unterbinden. Und auch wenn es mir wehtut. Ja, wehtun, das ist häufiger im Handball der Fall. Das haben wir auch das letzte Mal gesehen, wir haben es angesprochen beim Lukas Schweighofer. Die Pfeifers kommen auch mit breiter Brust, hart mit breiter Brust inzwischen. Inzwischen ist da ja, das Selbstvertrauen auch ganz gut. Was glaubst du, helfen denn den Hadern diese 2 Siege sehr, die sie jetzt gemacht haben, oder ist eher der insgesamte Saisonverlauf noch ein bisschen im Hinterkopf? Ich glaube schon, dass es ihnen helfen wird, weil wenn sie jetzt komplett mit dem Rücken zur Wand stehen würden und diese 2 Auswärtsspiele auch noch verloren hätten, ich glaube nicht, dass sie dann wirklich mit Selbstvertrauen oder viel Selbstvertrauen heute überhaupt in die eigene Halle gekommen wären. Aber Fakt ist auch, dass diese 2 Spiele jetzt abgehakt sind und diese Aufgabe heute einfach extrem wichtig ist, aber gleichzeitig auch extrem schwierig werden wird, weil, wie der Andi sagt, die Pfeifers haben lauter Laufmaschinen und diese erste und zweite Welle vor allem gilt es mal zu unterbinden und dann auch über eine sehr kompakte und gute Abwehr mit guten Torhüterleistungen ins Spiel zu finden, ist immer leichter dann auch vorne die Tore zu schießen. Du hattest ja heute schon eine Sendung mit Christoph Edelmüller, dem Geschäftsführer der Spuso Liga, der heute auch in der Halle ist. Er hat sich nicht zu einem Tipp hinreißen lassen. Wie ist das bei euch beiden? Andi, was würdest du tippen? Schon wieder diese Frage. Tipps? Ich hoffe natürlich für Hart, weil es einen enormen Ruck gibt durch die Mannschaft nachher. Das Selbstwertgefühl, beziehungsweise wir brauchen einfach, man muss den Sieg heute ein bisschen auch zwingen sozusagen. Von der Papierform ist natürlich, sind die Fivers besser einzuschätzen. Ich drücke den Hader die Daumen. Wie gesagt, ich habe da das eine oder andere Munkeln gehört, dass vielleicht der eine oder andere nicht so fit ist. Das wird natürlich dann ordentlich bestraft. Trotz allem, ich bin Hader oder Oberösterreicher und heute natürlich zu hart. Es gibt einen Heimsieg. Das wirst du unterschreiben, Mi. Ja, ich sage mal, ich bin letztes Mal so falsch gelegen mit meinem Tipp, dass ich heute kein Ergebnis sagen möchte, aber ich schließe mich an die absolut an, dass ich den Hadern extrem viel Glück wünsche und dass sie einfach dieses Spiel heute vielleicht auch nur über den Kampf gemeinsam gewinnen. Das ist genauso wichtig, aber
Hauptsache am Schluss sage ich, wenn man nur mit einem Tor gewinnen sollte, reicht das mehr als, und genauer Tipp gebe ich keinen mehr ab, weil da bin ich letztes Mal zu falsch gelegen. Jetzt gibt es ja normalerweise so etwas wie einen Heimvorteil auch im Handball. Der fällt jetzt ein bisschen weg, weil weniger Zuschauer in der Halle sind. Oder ist es mehr so ein bisschen die gewohnten Abläufe, keine lange Busfahrt, die das normalerweise eine Rolle spielt? Ich glaube schon, dass es Spieler immer pusht, vor vollen Rängen zu spielen. Gerade wenn die Müdigkeit oder so einsetzt und man hat 1800 Leute hier im Rücken, ist das sicherlich leichter. Ist aber sicherlich meiner Meinung nach auch ein kleiner Vorteil, dass man keine weite Reise wie die Fibers heute antreten musste. Aber all das, ob das auch wirklich ein Vorteil ist heute, ich hoffe, dass die 250 Zuschauer, die heute hier sind, die Hader bis zum Sieg, bis zum Schluss vor allem voll anpeitschen trotzdem und alles geben. Denn auch das kann heute hier Stimmung erzeugen. Und dass es dann natürlich am Schluss auch hoffentlich reicht. Ja, auch die 250 Zuschauer sind ja nicht leise, auch gerade in dieser Halle. Da hallt es dann von den leeren Rängen zurück. Natürlich, das Bild ist nicht so ein schönes. Andi, lange Busfahrten angesprochen, Wien, die sind jetzt lange im Bus gesessen. Wie lange braucht man da, bis die Knochen ausgestreckt sind, bis alles wieder so funktioniert, wie man es gerne hätte? Es ist immer eine Einstellungssache. Jeder Spieler geht mit der Busfahrt anders um. Die Fibers sind mittlerweile auch schon so erwachsen bzw. routinemäßig so gebrieft, dass sie ganz genau wissen, sie steigen aus dem Bus aus, dann wird kurz einmal jeder macht einen längeren Spaziergang und dann ist man eigentlich topfit. Aber es kommt eigentlich auf die eigene Einstellung drauf an. Jeder, wie er das macht, da gibt es keine Ausreden. Jetzt haben wir vorhin ein bisschen darüber geredet, wie viele Tore Michi Knaut in der höchsten Liga geworfen hat. Das ist ja nicht so einfach abzulesen, es gibt nicht so klare Statistiken. Ich weiß nicht, weißt du genau, wie viele Treffer du erzielt hast? Nein, überhaupt nicht. Aber ich möchte an dieser Stelle in Knaut dir nochmal recht herzlich gratulieren. Er hat sicherlich mehr Tore gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ich habe dann mit 18 Jahren zum Aufzählen, also zu Tönen aufgehört. Ich weiß es nicht. Also beim Michael waren es über 2000 auf alle Fälle. Ja, was ich so mal gehört habe, waren es über 2000. Aber die Tore selber waren mir eigentlich nie so wichtig, sondern mir war es wichtig, am Schluss von meiner Karriere sagen zu können, ich habe einen Meistertitel mehr wie Andi Wager geholt. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort unserer Runde vor dem Spiel. Wir werden nachher in der Pause weiter plaudern und die ersten Analysen machen. Danke, dass du da warst, Andi. Danke, Michi. Danke. Wir geben zurück ins Studio zu Martin Böckle. Ja, jetzt geht's los. Hier in diesem Spiel von der Variante oder Kameraposition aus im Moment, weil wir hier stehen, aber zumindest haben wir ein Bild aus Hart und wir versuchen, dass wir also die Leitung so schnell wie möglich dann herkriegen mit Laola und da können wir dann Ihnen das andere Bild da übertragen. Die Harder zu Beginn jetzt im Angriff. Unterwegs, also hier. Ja, Horvath ist der Mann der Stunde bei den Hadern, unter anderem, der ja massenweise Tore erzielen konnte. Und für die Hader, also hier, auch immer wieder für die Erfolge gesorgt haben. Diese vier, die es mittlerweile in der Meisterschaft gegeben hat. Im Angriff, also die Hader momentan. Ja, in Kürze wird es also die Leitung geben, so hören wir gerade. Und damit ist die Leitung hier, aber der erste Treffer für Margareten. Und damit wechseln wir das Bild und müssen also hier jetzt in die Übertragung kommen. Ja. Erik Damberg ruckzuck vorne und der erste Treffer der Partie. Das 0:1 aus Sicht des Alpla HC Hart. Max Riede rückt hier immer wieder von der rechten Außenposition sehr offensiv vor. Und Hart macht, was sie üblicherweise machen. Sie lassen sich Zeit, bauen das ganz routiniert, sehr überlegt auf. Hektik ist die Sache der Mannschaft von Mario Bielis auf keinen Fall. Ja, schönes 1 gegen 1.
sehr geduldig gespielt. Ich glaube, auch ein großer Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Fivers drücken eigentlich von Anfang an aufs Gas, sei es über die schnelle Mitte, über den Gegenstoß, erste, zweite, dritte Welle. Da dauern die Angriffe selten sehr, sehr lange. Die Harder eher im Umkehrschluss versuchen länger zu spielen und um eine Chance zu finden. Und das war ein schönes 1-1. Und da 2 Minuten für Tobi Wagner. Frühe 2 Minuten Strafe also für den Kreisläufer der Fivers und die Gelegenheit zum Ausgleich per 7 Meter. Schweighofer lässt sich das nicht nehmen. Check, der eine ganz starke erste Halbzeit gespielt hat in der European League. Am Dienstag gegen Check auf daheim in der Heulgasse. Eins muss man festhalten, Peter Eckel, der Trainer der Fivers, den wir ja gestern auf Laola 1.at schon in der Vorschau auf dieses Spiel hatten, zusammen mit Dominik Schmidt. Im Dialog hat auch gesagt, völlig unabhängig davon, was in den vergangenen Tagen war, für das Anspiel auf Smartjump-Kreis, völlig unabhängig, was in den vergangenen Tagen war, das wird hier ein ganz heißer Tanz, so wie wir das jetzt in den ersten Minuten auch schon eingehend analysiert haben. Auch zurückgreifend auf die jahrelange alte Rivalität zwischen diesen beiden Mannschaften, völlig egal, wo da wer gerade in der Tabelle steht, bei dem Duell ist gleich noch eine ganz andere Energielevel am Start, Marco. Das stimmt, ja. Die haben sich viele Jahre immer wieder auf einem hohen Niveau duelliert und sind da natürlich in den Spielen auch an die Grenzen gegangen. Und da ist eine gewisse Rivalität drinnen, keine böshaftige, aber ja, da ist einfach immer Feuer in den Spielen drin. Und das Tor. Luca Raschler hätte da gern den Fisch gegen sich gesehen oder beziehungsweise für sich. Für sich, ja. Umgehend mit der Antwort. Zwei beide. 4 Minuten gespielt in Hart. Super Pass, schön gespielt. Lässt sich Tobi Wagner nicht nehmen. Beide Kreisläufer jetzt schon mal wunderbar bedient worden im Verlauf dieses Spiels. Ja. Super Übersicht, dann noch um den Mann rumgelegt. Wirklich schöner Pass, Tobi ganz frei. Schön gespielt. Und wie man sowas verwertet, musst du ja wissen. Schon so lange her, aber Tobi macht das in diesem Jahr wirklich sehr, sehr gut. Tobias Wagner, einer der wichtigsten, auch offensiven Leute in diesem Jahr bei den Fivers. Das war jetzt sein 34. Treffer im Verlauf der Saison. Ja, sie nutzen ihn dieses Jahr wirklich. Also sie nutzen seine Körperlichkeit, spielen sehr schöne, auch oft einfach 2-2-Situationen, wo Tobi, glaube ich, prädestiniert ist dafür und nutzen einfach diese Macht am Kreis, diese körperliche Macht. Und das hilft dem Spiel der Fivers natürlich. Block innerhalb von 6 Meter, 7 Meter. Ja, stimmt. Schweighofer
verlässlicher 7-Meter-Schütze für die Harder. Also die ersten Minuten wirklich, die Harder wirklich kompakt in der Deckung, geben, lassen eigentlich keine leichten Tore zu aus dem stehenden Angriff. Das heißt, es braucht Bewegung, Flexibilität bei den Fivers. Hier wieder das versuchte Anspiel auf Tobias Wagner. Eines haben die Harder gemacht, Paco. Sie haben sich das Supercup-Spiel vom September nochmal en Detail angeschaut und festgestellt, so die Auskunft von Mario Bielisch, dass in diesem Match von 28 Toren... Zwei Minuten. Ja. Ah, kommt mit Gelb davon. Okay. Naja. Da gibt es nochmal keine zwei Meinungen, in meiner Meinung. Aber ja, okay. Von 28 Toren, die die Fivers erzielt haben, 26 aus Rückraum und über, vor allem über die Mittelachse gekommen sind. Mhm. Entsprechend intensiv werden sich die Harder darauf eingestellt haben. Zwei Treffer gab es damals über die Außenpositionen, der Rest hier über Lukas Hutecek und die anderen Rückraumspieler. Entsprechend früh sind sie dran. Ja, also wirklich aggressiv in der Deckung. Sieht, sie haben was vor heute, also top motiviert und gemacht. Ein bisschen zu passiv von der Deckung. Es freut mich auch, dass man Dominik Schmidt, also er spielt eh schon seit ein, zwei Runden wieder, aber einfach, dass er wieder da ist, hat jetzt, war jetzt auch sehr gebeutelt, immer wieder von schweren Verletzungen. Es freut mich immer, wenn ich ihn am Platz sehe und hoffe, dass das mit den Verletzungen war für dieses Jahr oder beziehungsweise mal für längere Zeit, weil er tut natürlich dem Harder-Spiel, wenn er voll fit ist, nochmal sehr, sehr gut. Schön. Ist im Match gegen Tirol zurückgekommen, Dominik Schmidt, Mitte Oktober. Und kämpft sich langsam wieder ran an die alte Form. Wie du sagst, verletzungsgebeutelt. Immer wieder in den letzten Jahren da Rückschläge erlitten. Immer wenn er wieder fit war, wieder drin war, wieder voll im Saft war, gab es den nächsten Nackenschlag. Ja. Ich glaube, das war nur die Linse, nicht das Auge. Hoffen wir es. Ja, ist nicht das erste Mal, dass man das sieht. Bei Linsenträgern immer ein Problem im Handballsport. Brille geht nicht gut. Nee. Das habe ich zu meiner aktiven Zeit das ein oder andere Mal zu spüren bekommen. Und Linsen haben natürlich die Gefahr, gerade bei solchen Treffern. Hier ist das Zeichen. Ja. Das ist die Linse. Ball ist klebrig natürlich und wenn so kurzer Distanz das Auge vielleicht noch ein bisschen offen ist, dann verschiebt sich die schon mal oder fällt sogar raus und in dem Fall nur ein kurzes Problem. Dominik Schmidt holt sich den eigenen Rebound zum 5:4. Ja, die Harder schaffen es noch einfach durch ihre hohe Angriffseffektivität, nennen wir es so, die Fivers ein bisschen in ihrem Tempo zu stoppen. Also es war das erste Tor von Damböck, das Gegenstoßtor. Aber sonst eigentlich immer im 6 gegen 6. Schön gespielt, gut gemacht. Und das muss das Mittel sein. Also versuchen, vorne wenig Fehler zu machen, um die Fivers nicht in den Gegenstoß zu lassen.
Wenn es über den Gegenstoß nicht läuft, ist Tobi Wagner zur Stelle. Ja. Hier ist der Treffer des Kreisläufers. Sehr gut gespielt.7 zu 5, 12 Minuten absolviert. Da ist mal die Außenposition freigespielt. Aber Max Riede bringt ihn nicht unter. So bleibt es bei den 2 Toren Vorsprung, die die Harder sich erarbeitet haben. Also natürlich dann auch bei jungen Spielern. Doknic hat natürlich schon eine gewisse Aura, die ihn umgibt. Und wenn der ins Spiel reinkommt und man dann vielleicht von außen mal 2 Würfe verwirft, dann ja, ist er im Kopf drinnen und dann fängt man zum Nachdenken an und schauen, ob Riede da in dem Spiel sich da wieder erholen kann davon, beziehungsweise die nächsten dann trifft. Ivan Horvath. Und da ist schon der Wechsel im Kasten der Fivers. Boris Tanic, Wolfgang Filzwieser bislang kein Faktor. Aber auch beim letzten Wurf von Sivkovic eigentlich voll in der Ecke, der rutscht ihm dann noch durch. 1-2 unglücklich, wo er eigentlich da war und der Ball trotzdem reingeht. Und ja, logischer Wechsel. Und auch Tanic hat ja dieses Jahr schon gezeigt, dass er da sehr große Unterstützung für seine Mannschaft sein kann. Also, ist jetzt noch kein Beinbruch für die Fivers. Paul Schmelzer kassiert 2 Minuten für das Agieren mit Tobi Wagner. Für das Trikotziehen gab es jetzt diese Strafe. Und wenn man Tobias Wagner gegen Paul Schmelzer stellt, hat man natürlich ein Mismatch, mit dem sich Schmelzer schwer tut. Das ist mit Schmauft schon ein bisschen anders. Das ist ja ähnliche Gewichtsklasse, sage ich mal, aber ja, sich wieder schön durchgesetzt. Ja, so wünscht man sich die Überzahl, will man so ausspielen. Kriegt er Chance über den Kreis oder eine relativ freie Chance, beziehungsweise wenn der Ball nicht drinnen ist, ist es ja 7 Meter. Das wünscht sich eigentlich jeder Trainer, dass man da eine klare Situation bekommt in einer Überzahl. Und das war jetzt 2-mal von den Fivers wirklich gut gespielt. Legt ab, Sorge kann den Ball nicht kontrollieren. Eigentlich gut gemacht. Der Assist aus den Reihen der Fivers, ja, für Netzschmatz. Ja, gut unter Druck gesetzt. Clever gemacht. Wieder der Versuch und diesmal jetzt passt er. Jetzt ist Kangel da. Das Gangel, nachdem wir das Ganze schon gesehen haben mit Hutecek auf Riede, jetzt Hutecek auf Gangel. CH macht ihn in den Reihen 8 zu 7 für Harz in diesem Matchup mit den Fivers.
Fivers sind natürlich ihrerseits ganz schön geladen. Auch wenn man den Eindruck hat, die Saison ist bislang eigentlich echt super gelaufen. Das europäische Gastspiel nehmen sie sicherlich als großes Abenteuer und als Bereicherung wahr. Aber wenn man sich das ergebnistechnisch anschaut, letzte Woche gab es die Spielabsage wegen Corona gegen Bernbach-Höflach. Und eigentlich de facto die Fivers mit 3 Niederlagen in Folge. Tirol und die beiden Euroleague-Spiele. Das heißt, von der Motivation her muss Peter Eckel heute gar nicht so wahnsinnig viel gemacht haben in der Kabine. Nein, wie gesagt, ja, es sind 3 Niederlagen davon, aber 2 auf europäischer Top-Ebene, sage ich mal. Und solche Spiele tun einer Mannschaft einfach, ja, auf diesem Niveau zu spielen, das tut trotzdem gut. Und da werden die Köpfe... Klar waren sie etwas geknickt, weil wie gesagt, am Dienstag war es gegen die Russen, da war sicher was drinnen, weil sie wirklich gut mitgespielt haben, beziehungsweise auch schöner Pass. Es wird auch 2 Minuten. Also 2 gehen. Minuten, ja. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie da einen Knacks davon weggetragen haben, sondern ja, sie spulen ihr Programm ab. Sie haben natürlich ein brutales Programm jetzt durch die Europacup-Spiele, aber das wollten sie natürlich auch so und das nimmt die Mannschaft an und freut sich auch, dass sie da dabei sind. Und sie wissen, dass natürlich dadurch auch mehr Spiele kommen, aber da gibt es kein Jammern, sondern das ist etwas, das weiß man. Und ja, dafür spielt man ja Handball, dass man in solchen Bewerben dabei ist. So ist es und die Fivers nutzen das auch. Natürlich ist der Erkenntnisgewinn für das Team, für das Trainerteam auch immens. Und die Fivers mit ihrem, das haben wir schon angesprochen, unglaublich breiten Kader, der seit Jahren im Prinzip zusammenspielt und der geschult wird, schon aus den Jugendmannschaften raus. Der ist prädestiniert für dieses Abenteuer. Nächster Treffer für die Harder, wieder Sivkovic. Schneller Abschluss von den Fivers. Markus Kohler. Ja, da wieder. Torhüter ist eigentlich voll im Eck beim Wurf von Sivkovic, ja. Aber er rutscht dann noch durch. Jetzt waren die Fivers darauf erpicht, den Aufbau der Harder gar nicht zuzulassen. Das war relativ statisch. Schmidt dann eher mit einem aus der Not geborenen Versuch. Gute Check auf der Gegenseite. Das ist der Ausgleich. Das ist das 9:9 von Lukas Hutecek. Wieder schöne rausgespielte Überzahl. Wäre auch wieder der Pass zum Kreisläufer möglich gewesen. Diesmal entscheidet er sich für den Wurf. Tor gibt recht. Hat er in der Saison schon oft gezeigt, dass er den aus der Situation gerne nimmt und mit einer hohen Qualität nimmt. Und das hat sich auch hier bewahrheitet. Jetzt ist Konrad Wurst auf halb rechts. Der Mann, den man in Sachen Statur ganz leicht mit Boris Sivkovic verwechseln kann. Ja, noch ein bisschen größer, ja, aber da sehr viele Verletzungssorgen gehabt die letzten Jahre und hoffe auch für ihn, dass er da jetzt einmal längere Zeit gesund bleibt und hat eigentlich alles, was er Halbrechter braucht, hat natürlich vor allem eine schöne Größe und ja, hoffe, dass er sich gut entwickelt. Gut entwickelt hat sich diese Tempo-Gegenstoß-Situation für Vincent Schweiger. Die Fivers haben das Ganze inzwischen gedreht. Führen mit einem nach knapp 20 Minuten. Ja, es war jetzt schneller Ballverlust vorne. Und dann, das ist in der Fivers DNA, dann wird Gas gegeben, dann geht es nach vorne. Und das machen sie mit guter Qualität und so kommen sie oft zu einfachen Toren. Und das Perfide ist, das weiß jede Mannschaft, die gegen die Fivers spielt. Ja. Man weiß das ja, aber Handball besteht natürlich auch aus Fehlern, aber es ist dann natürlich auch noch mal was anderes, das dann auch so konsequent umzusetzen. Und das ist, wie gesagt, das ist ihr Spiel,
Das lernen sie von der Jugend an, dass sie da sofort nachgehen und draufgehen. Da wird nicht gehadert, sondern wird sofort draufgegangen. Jetzt 2 Minuten für Cola, ja. Erwischt der Dominik im Gesicht. Fibers in Unterzahl. Schmidt löst auf an den Kreis, kommt jetzt wieder zurück. Da ist mal Ivan Horvath. Zweiter Treffer für ihn. Erst, muss man sagen, im Verlauf dieses Spiels. Er statistisch der absolute Vorreiter bei den Hadern, das haben wir schon angesprochen. Das war jetzt sein 53. Treffer im 9. Spiel in dieser Saison. Er ist ein super Spieler, der unglaubliche individuelle Qualität hat. Manchmal ein bisschen in Wellen spielt, also hat manchmal Top-Partien, dann wieder Spiele, wo es gar nicht geht. Dieses Jahr ist er stabiler und ganz, ganz wichtig für Hart im Rückraum. Der Versuch des Fliegers. Abgewehrt, gesehen, geahnt von den Hadern, die jetzt ihrerseits mit Tempo nach vorne gehen. Und es gibt den 7 Meter ausgeholt von Konrad Wurst. Schweighofer bislang mit makelloser Bilanz. Kreisläufer. Makellose Bilanz. Das bleibt auch so. Und die Hader wieder mit einem vorne. Das Spiel ist das erwartet enge Match. Und so rein vom Gefühl, wie das momentan verläuft, Paco, macht es den Eindruck, als würde es das auch bleiben. Ja, alle Mannschaften jederzeit mit Antwortmöglichkeiten. Es lässt jetzt nur keine Tendenz, also man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass irgendeiner überragend ist oder beziehungsweise ja, kurz davor steht wegzuziehen, sondern es ist ein Spiel, immer wieder die Zeitstrafen werden vom Gegner ganz gut ausgenutzt und der braucht so ein neues Trikot. Ja, da hat der Textiltest, je nachdem aus welcher Warte man das betrachtet, funktioniert oder nicht. Ja. Check. Und der Ballverlust. Später Pfiff. Später Pfiff, ja. Oh, der war echt spät, ja. Also da sah es fast schon so aus, als wäre Nikola Stevanović angegangen worden. Ohne den Pfiff, Ball verloren, aber dann spät die Entscheidung des Schiedsrichterduos David Leskovec, Alis Vidic. Guter Check. Ja.
Buttecek hat sich ja trotz seines jungen Alters zum Go-To-Guy entwickelt bei den Fivers. Können wir vielleicht dann nach dieser Auszeit noch mal ein bisschen drüber sprechen. Jetzt hören wir mal rein, was Mario Bielis und sein Team zu besprechen haben. Jung, Buttecek, komm. Hey, komm, man muss noch einen Schritt. Nee, Zivan, halt, nee. Kontakt. Sheva. Bobo. Kill. Okay, Bobo. Kill. Next. Kill. Willen kill. Diese kommt noch hoch. Nate. Timing. Okay. Ohne Auftakt. Heim, Jungs. Immer weiter, Jungs. Voll dabei. Hier schon. Ja, mit Buttecek haben wir schon das Richtige gesagt. Das war so ziemlich das Erste, was Mario Bielis gesagt hat. Ja, das haben sie sich vorgenommen, dass man Buttecek halt frühzeitig annehmen muss. Wenn er auf 9 Meter kommt, hat er momentan oder hat einfach die Qualität, dass er von dort Tore macht. Das hat er jetzt 2-3 Mal bewiesen. Und da fordert er einfach früher noch den Kontakt, dass es zu der Wurfsituation gar nicht kommt. Und im Angriff spielen sie jetzt Kiel. Mal schauen, was Kiel in hat. Genau. Ich nehme an, es ist eine Art Jugo-Kreuzung. Mal schauen. Denkt der Kreisläufer, zieht dann gegen. Mal schauen, ob das bei Hart auch so ist. Ja. Und trotz des Blocks der Fivers, weiter Ballbesitz für Hart. Gleich nochmal. Ja, vorher nochmal auf Buttecek, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Das ist wirklich stark. Also er übernimmt wirklich in dieser Mannschaft, sei es im Europapokal oder auch in der Liga, oft in der Crunch-Time, sage ich einmal, oder in den Szenen, wo einfach ein Tor her muss, da übernimmt er sehr oft die Verantwortung. Gut zurückgelaufen. Ganz stark aufgepasst von Luca Raschle. Und das ist wirklich mit seinen 20 Jahren, also da trägt er schon sehr viel Verantwortung und nimmt die aber auch an. Also scheut sich da auch nicht in die Verantwortung zu gehen und das ist großes Plus und das ist ganz wichtig für einen Spieler, der sich eben stetig weiterentwickelt und das mit 20 schon so zu übernehmen, das ist natürlich stark, muss man einfach sagen. Und natürlich nicht nur für die Fivers, sondern auch für euch im Nationalteam. Ja, wir haben natürlich jetzt auf der Position Nikola Bilic einen Ausfall, der uns natürlich schmerzt, da brauchen wir uns nicht anlügen. Auch Alex Herrmann wird nicht zur Verfügung stehen. Und ja, da ist ein Buttecek, der international zeigt, dass es gut geht und der in der Liga gut aufzeigt. Also es wird jeden Spieler brauchen und da, man will nicht erwarten, dass er das 1-1 übernimmt. Nico Bilic wird nicht einfach zu ersetzen sein, aber er zeigt da sehr stabile Leistungen, eben auch international. Und da freue ich mich schon, dass wir ihn da sehen werden und er hoffentlich auch im Nationalteam sehr gute Leistungen bringt. Ja, Nico Bilic, Kreuzbandriss in der Vorbereitung, fehlt natürlich auch dem THW Kiel massiv. Seid ihr in Kontakt mit Nico im regelmäßigen Austausch, du und alles? Ja, also ich telefoniere regelmäßig, habe heute Nachmittag noch mit ihm telefoniert. Er ist jetzt in der Reha, es läuft sehr gut. Er hat jetzt, also Krücken und Schiene sind schon weg und er darf das Bein jetzt schon belasten, leicht, also noch nicht jetzt laufen. Aber ja, wer Nico kennt, der ist natürlich unfassbar ehrgeizig, weiß genau, wo er hin will und hängt sich da, ob er fit ist oder verletzt ist, in alle Dinge voll rein und will einfach da zurückkommen, so gut wie möglich, in der bestmöglichen Verfassung und tut jeden Tag alles dafür, auch wenn er weiß, dass der Weg natürlich noch ein weiter ist, aber er geht da mit der richtigen Einstellung ran, aber daran hat auch niemand, glaube ich, gezweifelt bei Nico. Kreuzbandriss, immer die unangenehme Knieverletzung, 6 Monate ist da meistens so der Zeitraum, mit dem man mindestens rechnen muss, also auch an dieser Stelle von uns nochmal gute Besserung, baldige Genesung an Nico Bilic. Aber wie du gesagt hast, für Ersatz, das sehen wir hier, ist gesorgt. 7 Meter, nächster 7 Meter in dieser Partie, diesmal auf Seiten der Fivers. Dazu die 2-Minuten-Strafe gegen Boris Sivkovic.
Und eins fällt auf, die Torhüter bislang kein Faktor in diesem Spiel. Ja, noch nicht so spektakulär. Ist noch nicht so diese Top-Paraden gewesen. Wie gesagt, bei den Fivers sind zwei, drei Bälle durchgerutscht, die haltbar waren, wo sie in der Ecke sind, die dann nur reingehen. Ich glaube, Golub hat schon den einen oder anderen gerade von außen am Anfang gehalten, aber es ist noch nicht der Riesenfaktor. Fivers jetzt also mal wieder mit zwei in vorne, 11 zu 13 aus Sicht des Alpler HCH, 2,5 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit. Ja, hart wieder in Unterzahl, das ist, glaube ich, schon 3 oder 4 Zeitstrafen bei den Hadern. Tor ist leer, 6 Spieler auf der Platte bei den Hadern. Und dieser Treffer, ganz wichtig, ja. Er kann wirklich wurftechnisch wirklich sehr, sehr viel. Er ist ein top ausgebildeter Spieler, individuell super Qualitäten. Ganz viel Platz für Markus Kohler. Super Übersicht. Halbverteidiger konzentriert sich auf Tobi Wagner. Gute Check, Parallelstoß und die Autobahn war offen. Wenigstens mal die Autobahn. Ja, genau. Danic ist dran, Ball geht trotzdem rein. Dominik Schmidt mit dem Treffer. 1 Minute noch auf der Uhr. Im ersten Durchgang. Und die Auszeit von Peter Eckel. Auch da hören wir mal rein, was der Coach seinen Spielern zu sagen hat. Wir haben jetzt noch 50 Sekunden. Lukas, Markus, wir haben 50 Sekunden. Ist ja wurscht, ist schon passiert. Wir werden in der Halbzeit drüber reden. Aber jetzt haben wir 50 Sekunden noch. Ja? Das heißt, wir haben noch einen Angriff, da würde ich gerne einen Foul sehen. Wenn Zeit kommt, spielen wir sofort 2 rechts. Bitte Fabi, schau her. Schau her. Wir laufen ein. Fabi, du drück hier rein. Markus, sperre. Lukas, hopp und komm in die Mitte mit Sprung. Schau, was passiert. Fabi läuft parallel. Sperre. Ganz sicher. Fabi, außer die machen hier einen Fehler. Alles klar? Lukas, wenn der raus, wenn der rauskommt, lange ein paar. Bis hin! Was soll das heißen? Ja, ja. Jetzt haben wir einen Plan. Also wir wollen es natürlich so lange wie möglich jetzt ausspielen. Wir wollen noch ein Tor machen. Jetzt werden sie versuchen, einmal einen Foul zu ziehen und die Uhr ein bisschen runterzunehmen. Und dann gegen Ende der Halbzeit dann versuchen, eben mit dem angesagten Spielzug zum Erfolg zu kommen. Schauen wir. Ja, genau, das wollte er. Und jetzt sind 30 Sekunden auf der Uhr und die entsprechende Zeit. Und jetzt schauen wir mal, was Lukas Hutecek macht. Da ist noch kein Zeitspiel angezeigt von den Schiedsrichtern. Aber sie spielen trotzdem 2 Hutecek. Übergang, Parallelpass. Ja, aber ein bisschen zu früh. Und der Wurf war jetzt sicher nicht so. Oh. Abgefangen. Das ist der Block. Tobi Wagner. 4 Sekunden. Jetzt muss es schnell gehen für die Fivers. Letzte Aktion. Noch ein Block. Ja. Und dann war es das mit der ersten Halbzeit hier in Hart. 13 zu 14 aus harter Sicht. Ganz enges Ding. Ja, wir haben mit nichts anderem gerechnet. Ja, es war, wie gesagt, Hart ist gut vorbereitet in das Spiel gegangen. Machen das in der Deckung, finde ich, im Stehenden. Also wenn die sechs Fivers kommen, sie haben ein bisschen viel Zeitstrafen. Überzahl machen die Fivers sehr gut. Verhindern aber noch großteils, dass die Fivers ins Laufen kommen. Also sind vorne doch so konsequent, dass sie immer gut zurückkommen. Und ja, können uns auf eine zweite Halbzeit freuen, die sicher noch spannend wird. Das machen wir. 13 zu 14 der Halbzeitstand hier in der Partie zwischen Hart und den Fivers. 9. Spieltag der Spuseliga. Wir sind gleich zurück am Bodensee.
Wer ist Vorarlbergs Nummer 1 im Fußball und im Handball? Wir zeigen es bei K19. Am Sonntag, 1. November ab 10 Uhr berichten wir vom Vorarlberger Derby in der zweiten österreichischen Fußballliga zwischen Austria Lustenau und dem FC Dornbirn. Und ab 14.30 Uhr zieht es uns nach Feldkirch. Dort übertragen wir live das Vorarlberger Handball-Derby in der Women Handball League zwischen Blau-Weiß Feldkirch und SSV Schorn Dornbirn. Sonntag, 1. November, live bei K19. Österreichweit in unseren Fernsehkanälen und online auf k19.at. Der Derby-Sonntag bei K19 in Zusammenarbeit mit Loola1.at wird präsentiert von Tozzi Vitaldrink mit Unterstützung der Sparkasse Feldkirch und McDonalds Vorarlberg. K19, am besten live. Knappes Spiel also in Hart. Da ist Vollspannung angesagt für die zweite Hälfte. Der Alpler HC Hart also derzeit mit einem Tor im Rückstand. Das Ganze wird jetzt in Kürze analysiert. Ganz kurz noch der Hinweis, Primus Möbel, jetzt unser Partner. Da werden wir jetzt schön dann bestückt werden. Also unsere Studios, die werden so richtig hergerichtet. Freuen wir uns. Reini Lampert und sein Team, der ehemalige Eishockey-Spieler, also jetzt hier bei uns als Partner mit dabei. Und auch der Alpler HC Hart ist unser Partner während des gesamten Jahres, unter anderem mit dem Teufelstalk und mit den Live-Übertragungen der Spiele. Und damit geht's wieder ab in die Halle nach Hart. Dort wartet bereits mein Kollege Johannes Emmerich und Michi Knautz. Und damit zu Ihnen. Willkommen zurück in der Harder Sporthalle. Stand von 13 zu 14. Ja, die Harder haben sehr gut begonnen, gute Defensive zu Beginn, sehr konzentriert. Warum führen jetzt trotzdem die Pfeifers? Super Start für die Harder. Nur statt dass wir jetzt in der Halbzeit ein Plus 2 sehen, was eigentlich verdient gewesen wäre, sehen wir natürlich einen Rückstand. Es ist ein sehr zerfahrendes Spiel. Wieder alles mit der Brechstange über die Mitte. Wieder nicht in die Breite gezogen und dann hat man das eine oder andere Unglück auch, vor allem mit den Würfen und somit auch der, zu Recht der Stand plus eins für die Fibers. Ja, Michi, was ist aus deiner Sicht dann schiefgelaufen nach einem wirklich guten Beginn und trotzdem erhält man jetzt bei 14 gegen, das ist wahrscheinlich viel. Ja, auf jeden Fall, weil man hat wirklich sehr fokussiert begonnen, vor allem in der Abwehr, die Fibers total im Griff gehabt, vorne auch sehr konzentriert agiert und die Chancen, die man bekommt, gegen die Fibers auch genutzt. Dann riss meiner Meinung nach komplett der Faden. Also wie Andi auch schon gesagt hat, es läuft dann, kaum ist die Unsicherheit dann wieder ein bisschen, da läuft alles nur noch über die Mitte. Keine klaren Chancen rausgespielt. Und muss man sagen, ich kann jetzt froh sein, dass die Harder nur mit einem Tor hinten sind. Aber wenn man die Geschichte heute biegen will, dann braucht es eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und zwar über die vollen 30 Minuten. Du hast es angesprochen, wieder wenig über den Flügel gegangen, auch schon zu Beginn nicht wirklich viel. Sie haben sich nicht wirklich vorgestellt. Na, wie gesagt, gegen diese sehr aggressive Deckung der Fibers braucht es ein paar Schmankerl, sage ich jetzt einmal. Es braucht ein paar Glückserlebnisse, wo man vielleicht den eigenen Kreislauf oder den einen oder anderen Pass zum Kreislauf machen muss, weil der steht nicht mehr öfters frei. Das muss man klar erkennen. Mehr Bewegung im Angriff und vor allem diese 1 zu suchen. Hinten in der Deckung hat Hart super agiert. Sie haben richtige Stopp-Falls gemacht. Sie sind gar nicht so richtig in den Fluss gekommen, die Fibers. Nur, ich habe schon gesagt, das Tempo ist halt so. Wir machen immer die zweite, dritte Welle noch zusätzlich und dann ist es.
Ich glaube, dass der Erfolgsfaktor darin liegen kann, dass sie jetzt wieder Breite machen müssen, ganz klare Struktur in den Angriffspositionen und nachher dann mit mehr Engagement nur ein bisschen in die Zweikämpfe hineingehen müssen. Ja, soweit die drei Jungs in der Halle. Gleich geht's los mit der zweiten Hälfte. Kurz ab zur Werbung und dann wird gespielt beim Stande von 13-14. Das ein oder andere Mal gesagt, auf beiden Seiten Keeper hat, die genau wissen, was man in der Crunch-Time zu tun hat. Mit Doknitsch, einen ganz routinierten Mann, Thomas Hurich dahinter und auf der anderen Seite Wolfgang Filzwieser und Boris Tanic. Also das kann sich durchaus auch nochmal zum ganz Entscheidenden drehen, was die vier oder jeweils die zwei veranstalten im Kasten. Wir wissen ja, dass die Torleute zu den ganz verrückten Spezies gehören, ebenso wie die Linksaußen. Ja. So geht die Legende und die meisten aktiven Handballer, ich denke auch, du können das bestätigen. Ja, also es gibt eigentlich Legenden. Ich sage jetzt mal zu den, die Torhüter sind sowieso, hat man immer gesagt, ein bisschen verrückt. Die Linkshänder sind auch ein eigenes Volk, hat man immer gesagt. Aber nein, ich glaube, es brauchen die Torhüter, braucht man mal vielleicht eine spektakuläre Parade oder einen gehaltenen Gegenstoß oder irgendwas. Das kann dann schon oft diesen Kick geben, um in die Partie noch reinzukommen. Wie gesagt, die Fivers-Torhüter ein paar Mal wirklich in der Ecke und dann rutscht der Ball noch rein. Ja, also ist alles noch drin. Das heißt nicht, dass das ganze Spiel so bleibt. Und ich glaube schon, dass wir noch ein paar Torhüterparaden sehen, die dann vielleicht auch das Spiel in die eine oder andere Richtung entscheiden können. Viel Raum für Verbesserungen, aber auch viel Raum für jede Menge Spannung in dieser Partie. Für die Harder wäre es der 5. Saisonsieg, wenn sie hier heute zum Erfolg kommen. Die Fivers würden zum 7. Mal gewinnen, haben insgesamt erst 8 Mal gespielt. Wie schon erwähnt, eins ist verschoben worden, eine Partie. Tobi schön. Wagner. Also was uns wirklich Spaß macht, sind die Kreisanspiele und wie sie verwertet werden. Ja, das sieht man aber einfach. Die Spieler aus dem Rückraum kommen, sage jetzt mal, bis auf Futicek noch nicht ganz so zum Zug. Und sie wissen, sie haben da einen drinstehen, der die Bälle fängt, der sie verwertet. Es gibt da gewisse Sicherheit und da kommen dann auch solche Pässe an, wie gerade eben, der wirklich nicht einfach war. Schon einmal der Pass an sich war durch drei Hände durchgefüllt und auch, dass Tobi den dann mit einer Hand wegzieht. Wirklich schön gemacht. Auf der anderen Seite hat Luca Raschle vom Kreis getroffen, durchgesetzt gegen Tobi Wagner, auch etwas, was ihm eher selten passiert. Ja. Ja, das ist oft dann auch für große, schwere Spieler nicht so einfach, kleinere Spieler zu verteidigen. Und ich glaube, da hat er jetzt lieber die Finger weggelassen, bevor er da vielleicht nur 2 Minuten Strafe riskiert. War überhaupt ein bisschen ein Durcheinander, einer ist schon im Kreis gelegen, aber das Tor zählt. Und da wird ganz schön gearbeitet, Tobi Wagner. Schöner Block von Schmafz. Hamburg ist eingelaufen. Ja. Stefanovic hat ihn auch gesehen, aber kriegt den Ball nicht ganz dahin, wo er ihn hinhaben will. Ah, das war. Ja. Jetzt kommen die Harder in der Tempospiel. Luca Raschle, 2. Treffer in Folge. Ausgleich. Dampel, glaube ich, gleich seinen Fehler wieder gut machen. Lukas Vucicek legt ab. Und Marin Martinovic verwandelt. Ja,
alles konzentriert sich. In dem Fall beginnt Hutticek mit Tobi Wagner, 2-2-Situation, ziehen die Abwehr komplett auf sich, Ball geht weiter und Martinovic hat dann ja, einen halben Einerblock noch vor sich und nutzt das, macht ein relativ einfaches Tor. Das darf man natürlich mit einem Ivan Horvat nicht machen, beziehungsweise so viel Platz darf man ihm nicht lassen. Ja, die Deckung zu flach. Und das Interessante ist, Peter Eckel hat 10 Sekunden vorher unten an der Seitenlinie wie ein Wüterich auf seine Mannschaft eingeschrien, hat mehr Arme, mehr Engagement in der Defensive gefordert. Prompt hat Ivan Horvat das bestraft, aber auf der anderen Seite kann ein Lukas Hutecek das halt auch. Ist, wie schon gesagt, das ist staubtrocken, das ist weite Ausholbewegung, Deckung bleibt ein bisschen zu flach, das sieht er und momentan das Selbstvertrauen und das Vertrauen in seinen Wurf und nimmt sich den Wurf und macht ein schönes Tor. Ja, wieder glücklich, hat der Block noch dran, aber auch zu flach agiert. Aber die Harder, auch das hast du schon angesprochen, im Verlauf der ersten Halbzeit, defensiv heute ausgesprochen engagiert, sehr aufmerksam, sehr motiviert. Das hat man zuletzt in der Intensität von den Hardern eigentlich im Derby gegen Bregenz gesehen, dass die Harder sicherlich bislang auch als Saisonbestleistung betrachten, was die Gesamtperformance angeht. Ja, und sie haben einen guten spielt einen guten Rückzug. Also auch wenn sie selber ein Tor machen, die Fivers sind bekannt, dass sie auch in der schnellen Mitte voll drauf drücken. Aber sie sind gut zurück und stehen immer sortiert und kommen dann sofort ins Verteidigen und nehmen so die Fivers halt einfache Tore weg. Ruhiger Aufbau bei den Hardern in der Besetzung, die wir auch schon zu Beginn der Partie gesehen haben. Dominik Schmidt, hier ist Sivkovic und das ging gegen Necht Schmautz. Ja, durch den Kreis gelaufen. Den 17, 36. Spielminute. Paco, kommen wir doch vielleicht nochmal, wo wir jetzt diese erste Anfangsphase des zweiten Durchgangs hinter uns haben, nochmal auf die beiden Ländermatches zurück, die uns bevorstehen. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass das alles über die Bühne geht. Worauf kommt es für euch an? Ihr habt euch lange nicht aktiv gesehen. Du hast im Gespräch mit uns beim Spusoliga Media Day gesagt, die Mannschaft muss von Anfang an, sobald wir zusammenkommen, unglaublich fokussiert arbeiten, weil so wenig Trainingseinheiten möglich sind. Worauf kommt es an? Sowohl gegen Estland als auch gegen Bosnien-Herzegowina. Ja, also das Wichtigste wird sein, dass wir uns auf unsere eigenen Stärken beruhen, also berufen. Wir haben eine wirklich sehr, sehr gute Europameisterschaft gespielt, haben uns danach eigentlich nicht mehr gesehen. Wir haben jetzt noch so einen Kurzlehrgang gehabt mit den österreichischen Spielern. Ja, es wird ganz egal, in was für einer Besetzung, wir müssen uns auf unsere Stärken, wir müssen unser Spiel durchziehen. Wir müssen gut verteidigen. Also es wird schon einiges brauchen, weil es gibt in Europa keine Mannschaft mehr, die nicht Handball spielen kann. Also man muss wirklich auf der Hut sein und die Spiele werden wirklich schwierig. Und ja, das Ziel ist natürlich, am besten mit dem Punktemaximum aus der Woche zu gehen, was natürlich ein großer Schritt in Richtung Qualifikation für die nächste Europameisterschaft schon bedeuten würde. Und deswegen ist diese Woche auch in diesen schwierigen Zeiten einfach eine ganz, ganz wichtige. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Spieler, die kommen, da ja, natürlich belastet sind aus der Liga oder auch aus dem europäischen Bewerb, aber da muss der Fokus, der Schalter muss schnell umgelegt werden und wir brauchen da volle Konzentration, dass wir diese Aufgabe so gut als möglich bewältigen, weil ja, das sind Spiele, die kommen nicht wieder, sondern die gibt es genau jetzt und die muss man positiv gestalten. 2-Minuten-Strafe gibt es genau jetzt, auch hier. Nach dieser Aktion gegen Dominik Schmidt, Damberg von hinten.
Um diesen Themenkomplex Nationalteam abzuschließen, auch das hattest du angesprochen, da war jetzt wirklich eine lange Pause, ein richtiges Break. Die Euro mit diesen vielen positiven Erlebnissen und dann diese Zwangspause. Es ist sicherlich von Seiten der Spieler auch schon eine wahnsinnige Lust darauf, dieses Gefühl nochmal wiederzuholen, auch mit diesen beiden Spielen. Ja, ich glaube, es freuen sich schon alle, sich so einfach wiederzusehen. Und das war eine Zeit, die wir da in Jena gehabt haben, die wird wahrscheinlich kein Spieler jemals vergessen. Ich durfte ja 2010 selber dabei sein, auch bei einem Highlight im österreichischen Handball, sage ich mal. Und das sind Dinge, diese Bilder, die wird man sein Leben lang nicht vergessen. Und da geht es jetzt natürlich weiter. Es kommen jetzt sofort wieder die nächsten Bewerbsspiele. Es gibt keine Zeit, jetzt sich da dafür feiern zu lassen, was passiert ist. Dazu ist einfach die Lage auf der Welt momentan zu angespannt, sondern ja, man muss einfach gleich wieder da sein und muss bestätigen. Und das ist halt das große Ziel, aber ist natürlich in dieser verrückten Welt momentan natürlich auch nicht einfach. Aber das wird wichtig sein, das Thema Corona oder die schwierigen Bedingungen von der Mannschaft so weit wegzuhalten, dass sie sich wirklich voll fokussieren können auf das Spiel und auf die Gegner und dass wir dort erfolgreich sind. Wir freuen uns einfach mal drauf und harren der Dinge, die da kommen. Noch läuft der Ball, wie wir hier sehen, Lukas Hutecek. Scheitert jetzt Sivkovic mit Schmerzen am Boden. Hier nochmal eine. Ich glaube, er ist ihm gegen das Knie gefallen. Ja, Knie auf Knie oder sowas in der Art. Wahrscheinlich das angeschlagene Knie. So, weiß es jetzt nicht genau. Aber ja, wir haben von Boris Sivkovic vor dem Spiel ja schon berichtet. Angeschlagen. Viele kleine Wehwehchen, die addieren sich dann auch zu großen Schmerzen. Muss jetzt auch von der Platte Boris Sivkovic. Kann hoffentlich aber weitermachen. An seiner Stelle, wie schon im ersten Durchgang und wie von Paco auch schon erwähnt, von absolut hoher Qualität. Konrad Wurst hier am Ball. Jetzt ist Danisch mit allem reingegangen. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass noch einer durchrutscht. Ja, genau. Und Konrad Wurst sieht das nicht früh genug, sagen wir mal so, und kann den Ball nicht mehr rumziehen und wirft dann genau dorthin, wo Danisch den Ball auch haben will, beziehungsweise auch die Deckung. Und so war das leichte Beute. Zu dritt stoppen die Fivers Ivan Horvath und Hart baut wieder auf. Hart mit einem vorne, 18-17. Das Spiel kann sich nach wie vor nicht entscheiden, in welche Richtung es kippen soll. Sehr zu unserer großen Freude. Ja, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass man bei den Fivers ein bisschen jetzt natürlich die Belastung jetzt auch Dienstag das harte Spiel gehabt und spürt man jetzt natürlich schon ein bisschen, es wirkt nicht ganz so dynamisch, wie sie sonst spielen, aber wie gesagt, die Harder machen das auch wirklich gut heute und versuchen sie da in der Deckung gut zu bekämpfen und auch im Angriff, wie gesagt, die langen Angriffe zu spielen, um eine hohe Angriffseffektivität zu erreichen. Und es ist ja nicht nur wieder Ivan Horvath, es ist ja nicht nur die körperliche Belastung. Gerade diese Saison ist ja auch eine, die für den Kopf wahnsinnig fordernd ist. Die Vorbereitung war schon schwierig. Jetzt momentan ist es schwierig, weil man permanent auf Corona testet, weil wie bei den Fivers in der vergangenen Woche auch die Vorbereitung auf Fernbach-Kühlflach da war und dann wird das Ganze kurzfristig abgesagt. Dann muss man den Schalter umlegen auf die European League. Kann mir vorstellen, dass es eben nicht nur für die Fivers, sondern für alle Teams auch eine unglaubliche psychische Belastung darstellt. Ja, es kommt eine Komponente für den Handball dazu, die es eigentlich vorher nie so gegeben hat.
auch dieses alle zwei, drei Tage, wie es im Fall der Fivers ist, aufgrund von Europacup, diese immer wieder testen, immer wieder sind alle gesund, können wir ganz normal trainieren, ist alles in Ordnung, ist natürlich für die Vereine auch unglaublich belastend, was da gerade für Dinge passieren, dann Zuschauer nicht zugelassen oder nur wenige, in Niederösterreich momentan noch gar keine. Morgen kommt eine neue Verordnung, wird es wahrscheinlich wieder ganz schlecht ausschauen mit Zuschauern. Also die Lage ist schon schwierig und da den Fokus zu behalten und sich nicht von diesen Dingen ablenken zu lassen, das ist, müssen die Trainer auf der einen Seite ein bisschen auch psychologisch arbeiten natürlich und ja, das einfach der Mannschaft zu vermitteln, egal wie viele Leute da oben sitzen, wir ziehen unser Ding durch und wer das am besten schafft, der wird dann im Endeffekt dieses Jahr wahrscheinlich die Nase vorn haben. Umso mehr Hut ab vor allen beteiligten Mannschaften, nicht nur in der Spuso Liga, auch in der Challenge, in der WHA, in all den Ligen darunter, dass das überhaupt so funktioniert, wie es funktioniert bislang. Ja, sehr fordernd alles, dass die Vereine leisten dann natürlich Unglaubliches und ist uns allen bewusst, dass da wirklich ja, einfach Dinge zu tun sind, die es einfach früher nicht gegeben hat und das belastet natürlich Vereine, die jetzt sage ich nicht professionell aufgestellt sind und irgendwie hauptamtliche Menschen da arbeiten, sondern vieles im Ehrenamt auch passiert, gerade in den unteren Ligen. Das sind dann schon Dinge, die schon an die Grenzen die Vereine bringen. Netzmaut legt hier auf jeden Fall den nächsten Treffer nach für die Harder. Und gegenüber Tobi Wagner zeigt, dass es nicht nur mit Kraft geht, sondern auch mit sehr, sehr viel Gefühl im Handgelenk. Setzt da sein Körper wirklich gut ein und wieder ein Pass, der jetzt nicht so einfach war, beziehungsweise auch nicht einfach zum Fangen war, aber er hat da diese Sicherheit momentan und wirklich schön gemacht. Schön gesetzt, ja. Von Dominik Schmidt. Fabian Glätzl war da rausgerückt, um Ivan Horvath so ein bisschen Sonder zu bewachen. Da wieder der Rückzug, auch jetzt schnelle Mitte, sofort wieder probiert. Hader sind alle sofort hinten, gleich wieder den Stopp voll gemacht. Jetzt müssen die Fivers wieder langsam aufbauen. Also die Harder kriegen das, was sie möchten. Sie wollen sie in den stehenden Angriff kriegen. Sie unterbinden diese schnellen Tore und das kann ein Schlüssel sein heute. Schrittfehler, nah am Schrittfehler zumindest. Das Tor. Laufen gelassen und die Gelegenheit genutzt von Philipp Gangl, den wir schon angesprochen haben, vor Spielbeginn, der heute dabei ist und seine Chance bekommt und sie sofort nutzt. Jahre jung, Philipp Gangl, Eigenbau der Fivers Familie. Jetzt kann sich zwar Boris Tanisch erstmals wirklich auszeichnen, aber es gibt postwendend den 7 Meter. Mal schauen, ob er die Energie von dem Gehaltenen jetzt mitnimmt, den 7 Meter. Vielleicht, das wäre jetzt genauso ein Ball, wo man sich dann das Torhüter da wieder aufbauen kann. Schweighofer hat natürlich anderes vor. Deswegen. Ich wollte schon sagen, deswegen bist du Experte an meiner Seite. Aber Boris Tanic mit Pech, Schweighofer mit Glück. Schön. Schön abgeräumt. Stoßen, rückstoßen. Einfache Dinge, aber konsequent gut gespielt. Ja, der erste Rettungsversuch war vielleicht sogar noch gültig. Mit dem zweiten, mit dem Knie hat er sich dann quasi den Ball endgültig über die Linie gelegt. Im Endeffekt wurscht. Treffer zählt für die Harder.
nach wie vor. Eine ganz knappe Geschichte. 15 Minuten sind es noch hier in Hart. Und wieder mal Lukas Hutecek. Thomas Hurich. Mit Kontakt. Hurich entscheidet sich für ein Eck, fürs richtige Eck. Gut gehalten. Sehen wir wieder diese leicht vorgezogene Position von Fabian Glätzel. Das war stark herausgespielt von den Hadern. Gutes Kreuz und dann mit vollem Tempo. Schön. Luca Raschle verursacht 7 Meter durch zu hart geführten Zweikampf. Und Fabian Glätzel verwertet den. Ich glaube, da gab es jetzt gerade noch mal Diskussionen, auch mit Peter Eckel, wie das genau ausgelegt werden soll, dieses Defensivverhalten. Ich glaube, sie werden jetzt, so wie es jetzt aussieht, nehmen sie ihn ganz weg jetzt vorwärts. Ja. Versuchen ihn aus dem Spiel zu nehmen. Peter Eckel hat da auch unten noch mal deutlich gezeigt, er will mehr Arme sehen, mehr Einsatz im Defensivverhalten seiner Fibers. Oh, und der nächste Treffer mit etwas Pech das ist oder Glück, je nachdem. Sufkovic wird nichts erspart heute. Sachen Körperlichkeit. Das sind so die Momente, in denen man Spieler fragen kann, welche Regionen des Körpers am wenigsten wehtun. Es sind nicht mehr viele. Ja, das, wie wir vorher schon angesprochen haben, ist, das ganze Jahr hat eigentlich immer wieder Probleme und kann, glaube ich, nicht bei jedem Training dabei sein und kämpft sich durch. Im Spiel geht es immer irgendwie und dann die Trainingswoche ist aber dann immer sehr durchwachsen bzw. kann dann nicht alles mitmachen. Also kämpft sich da von Spiel zu Spiel. Das ist natürlich auf Dauer auch nicht optimal, aber ja, klar, sie brauchen ihn. Und wenn wir mal vom regulären Spielbetrieb ausgehen, also ganz weg von allen Corona-Saisons und allen Schwierigkeiten, die wir momentan so zu bearbeiten haben. Wie ist aus deiner aktiven Erfahrung diese Belastung, die ja von vielen auch immer wieder angemahnt wird, die hohe Belastung im Handballsport auch mit der Spielintensität, mit der Abfolge von Spielen, wie schwierig ist das für die Aktiven? Ja, also ich glaube jetzt, wenn man jetzt das als österreichische Mannschaft nicht im Europacup tätig ist, ist das von den Spielen jetzt hier in dem Grunddurchgang bis Weihnachten durchaus vertretbar. Also ich sagte, da reden wir jetzt nicht von einer zu hohen Belastung. Oh nein. Netzmaut, Achillessehne. Knöchel, umgeknickt. Knöchel oder umgeknickt, Achilles, glaube ich. Sieht eher nach Knöchel aus. Ja. Sie ist ihm auf jeden Fall zu... Steigt ihm da auf den Fuß und knickt um. Also, ich habe deswegen Achillessehne gesagt, liebe Zuschauer, weil Netzmaut im vergangenen Jahr mit Achillessehnenriss lange, lange ausgefallen ist. Ich weiß gar nicht genau, ob es links oder rechts war. Jetzt jedenfalls Eis auf den Knöchel. Und wenn es in Anführungsstrichen nur der Knöchel ist, wäre Netzmaus ja fast schon geholfen. Mal schauen. Ich glaube, es war leider doch. Also es war, er ist richtig umgeknickt, er ist immer am Fuß gestiegen und mal schauen, wie schlimm es wirklich ist. Ich glaube, dass da bei Spielern, die natürlich so aus so einer schweren Verletzung vom letzten Jahr kommen, da ist natürlich auch dann sofort, wenn man umknickt, sofort im Kopf, was war. Und darum glaube ich auch seine Reaktion. Aber ja, jetzt wird er schon wesentlich gefasster. Ob man da, ob sie da mit einem Tape, ob man ihn da noch einmal sehen oder ob es dann doch schlimmer ist. Mal schauen.
Seinen Posten nimmt auf jeden Fall jetzt Lukas Schweighofer ein. Auch der weiß, wie man das da spielt. Ja. Wir haben nur noch gut 11 Minuten auf der Uhr. Hart führt mit 2. Also es ist alles möglich hier. Hier ist das schöner defensiver Block von den Hadern. Ballbesitz. Die Chance hier erstmals auf 3 davon zu ziehen. Spätestens wenn das passiert, denke ich, gibt es von Peter Eckel eine Reaktion. Die gibt es jetzt schon. Allerdings auf der anderen Seite. Timeout. Alpler HC Hart. Zeit, sich ein bisschen neu zu ordnen. 25 Minuten, Sekunden noch. Schäfer, was spielen? Hamburg links plus. Jungs, ja. Jungs. Hey. Karnburg links plus. Hi. Hey, geduldig, Jungs. Geht nicht, okay. Angreifen, Bobo und. Okay. Weiter, Jungs. Alles Kiel haben wir schon entschlüsselt. Hamburg kommt jetzt. Ja, Hamburg ist mit Plus angesagt, das heißt vermutlich mit einem Einlauf. Ja, was immer es sein wird, aber ich glaube, die Grundaussage des Trainers, was er hier mitgeben wollte, geduldig bleiben im Angriff, jetzt nicht überhastet abschließen, um nicht da die Fivers wieder in ihr Spiel zu kommen zu lassen, sondern geduldig spielen und dann wirklich ja, am besten den Angriff mit einem Tor oder mit einem guten Abschluss abschließen und nicht jetzt in einer Hektik verfallen, die sie absolut nicht brauchen jetzt bei dem Plus 2. Fivers noch 20 Sekunden in Unterzahl. Dominik Schmidt festgemacht und das scheint gleich die nächste 2-Minuten-Strafe gegen die Fivers zu geben. Ja. Übersehen gehabt, dass Überzahl ist. War natürlich kein Übergang, also es war nur ein kurzer Übergang, der dann da außen wieder rausgeht. Ich glaube, Schmidt hätte da jetzt auch auf außen ablegen können, ja. Hat sie dann aber aufs 1-1 hat da gezogen und dann hängt da hinten dran. Kann man durchaus vertreten, die Zeitstrafe. Es hat also Konsequenzen für die Fivers, die zwar jetzt wieder auffüllen können, dennoch weitere 2 Minuten in Unterzahl agieren müssen. Gerade in dieser Phase des Spiels mit Hart und der Chance auf 3 davon zu ziehen. Dominik Schmidt schafft das auch wieder, hat Tanic sein. Ja, da, das ist nicht das Glück des Tüchtigen. Also er war jetzt hier schon am 6-7 Bällen wirklich dran und der Ball geht dann, also er war Mitte Tor. Das ist bitter. Bitter aus Sicht der Fivers, gut aus Sicht der Harder. 25:22. Ja. Sollte jetzt nicht parteiisch werden. Keine Kritik an dir. Für den Torhüter ist das natürlich. Ganz, dann kommt so ein Ball, den er ja, wahrscheinlich von 10-mal, 8-mal hält, aber heute nicht. Heute rutscht auch der rein und das ist natürlich dann ärgerlich. Ja, und das ist in der Häufung dann natürlich etwas, was vielleicht sogar einem Torwart mal in den Kopf gehen kann, dass man ja eigentlich, was man ja gar nicht erwartet, dass ein Torwart ist eher andersrum, der springt in die Köpfe seiner Gegenspieler. Ja. Aber eine solche Abfolge mit so 2 ganz unglücklichen Abprallertreffern auch noch, da fängt man dann vielleicht auch als Keeper irgendwann ein bisschen an zu zweifeln. Ja. Oh, leeres Tor. Einfacher Job diesmal für Wolfgang Filzwieser. Ja. 9 Minuten, 25:22. Die Fivers haben alle Zeit der Welt momentan, weil noch 22 Sekunden in Unterzahl. Allerdings Tor wieder leer. Also 6-6 momentan. Hutecheck. Wieder der Ballverlust. Schön vom Ball, den Ball rausgespielt. Ja, insgesamt, wenn man es so betrachtet, auch mit diesem Ballverlust, also aufmerksamer wirken momentan die Harder. Und vielleicht ist das ein Ausdruck dessen, was du schon angesprochen hast. Eine gewisse Grundmüdigkeit bei den Fivers, wo dann einfach die Konzentration irgendwann flöten geht. Ja, sie tun sich unheimlich schwer, jetzt noch gute Chancen zu kreieren. Sie müssen jeden Angriff wirklich richtig kämpfen, um eine Chance zu kriegen.
und jetzt dann auch solche leichten Ballverluste. Spielt den Haran natürlich, ist dann ein Fehlwurf. Ist nochmal viel zu wieder im Tor. Wow. Der leistet sich diesen Fehlpass, aber ist der auch wieder weg. Turnover jagt Turnover. Oh, 2 Minuten. Huiuiui. Also das ist jetzt die wildeste Phase dieser Partie. Dominik Schmidt, also statt Ballbesitz hart nach dem ausbaufähigen Ball von Filzwieser, gibt es jetzt 2 Minuten Strafe gegen Hart, gegen Dominik Schmidt. Überzahl haben sie in dem Spiel bis jetzt sehr gut gespielt, die Fivers. Schauen, ob sie jetzt auch wieder die richtige Lösung finden. Ja, wieder Kreis. Gut. One-handed catch. Plus 2. Zivkovic. Manuel Schmidt. Und dann Horvath. Ja, jetzt werden sie versuchen, ganz langen Angriff zu spielen, um viel Zeit wegzunehmen. Von der 2-Minuten-Strafe. Gute Möglichkeit. Schön ausgespielt. Ganz hervorragend komponiert. Dieser Treffer von den Hadern. Klassisches. Durchstoßen und dann war Luca Raschle, der da hinten am Bildschirmrand noch entsprechend gejubelt hat, frei mit dem Treffer. 26-23, Peter Eckel mit der Auszeit. Jetzt leider nicht im Detail reinhören können. Aber die Vehemenz der Ansage von Peter Eckel an seine Mannschaft war deutlich genug. Sie haben es am Bildschirmrand eingeblendet gesehen. Es ist wieder großes Handballwochenende auf Laola 1. Wir lassen uns da von der momentanen Entwicklung überhaupt nicht beeindrucken. Morgen WHA. BT Füchse gegen Rooms Hotels Wiener Neustadt. Challenge BT Füchse gegen Leoben. Ein Doppel. Spiel, ein Doubleheader, also dort. Dann haben wir noch die Liga mit Bregenz gegen Linz und mit Graz gegen Krems. Tirol gegen Ferlach gibt es bei den Kollegen von Krone TV. Also jede Menge Handball-Action. Morgen hier bei uns. Und Lukas Hutecek, auf ihn kommt es natürlich jetzt, wo es Richtung Crunch-Time geht, mehr und mehr an. Übernimmt eben die auch schon angesprochene Verantwortung. Jetzt ist Hart auch wieder komplett. Ja, wir kommentieren das gar nicht weiter. Glaube ich, die nächste Problematik mit dem Trikot. Der Dress bei den Fivers muss da ersetzt werden entsprechend. Deswegen die Allzweckwaffe Cola. Ja. Der spielt überall. Dambeck, gute Check. Der angesprochene Cola. Das gibt auf jeden Fall den Freiwurf. Aber Hart weiterhin sehr aufmerksam. Nur gegen ihn nicht. Lukas Hutecek dreht richtig auf. Thomas Hurich bricht sich fast den Fuß.
Das ist jetzt wieder die Phase, jetzt übernimmt er Verantwortung, jetzt wird wahrscheinlich jede Aktion wieder über ihn laufen. Das war jetzt kein leichter Wurf, das waren 10 Meter. Aber das braucht es jetzt auch, weil spielerisch in der Überzahl machen sie es, wie gesagt, haben sie es sehr, sehr gut gemacht, das ganze Spiel. Aber im 6 gegen 6 tun sie sich doch schwer. Ja, Luca Raschle, der ist sehr sicher heute von der Außenposition. Nächster Treffer, wieder 3. Und natürlich müssen sich die Fibers was einfallen lassen. Er hat jetzt das zweite Mal einen richtig guten Winkel. Also da freut sich jeder außen über so einen Winkel und den ganz hoch wieder schön. Wir haben lange drauf gewartet. Hier ist die erste wirklich Spitzenparade. Leidtragender in dem Fall Tobi Wagner. Ja. Schön gespielt. Thomas Hurig. Die Fibers natürlich denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Wenn jetzt die Harder noch eins drauflegen, dann wird schon sehr, sehr schwierig. Also dieser Save von Hurig zum genau richtigen Zeitpunkt aus Harder Sicht, wenn sie hier auf 4 stellen. Ja, wird's eng, wie du sagst, für die Fibers. Sivkovic. Und wieder Hurig. Holt da schnell die Hand raus. Und ja, vielleicht der Abschluss der Fibers dann doch ein bisschen zu schnell. Natürlich ist nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Spricht jetzt natürlich alles für hart. Jetzt gehen die Fibers in der 4-2-Deckung, nehmen zwei Spieler weg. 3 Minuten bleiben ihnen noch, das Ganze hier zumindest zu einem Unentschieden zu bringen. Luca Raschle, nächste Gelegenheit. Auch er trifft nochmal. Und jetzt können wir, glaube ich, den Deckel hier langsam schon mal draufschieben. Ist nicht unmöglich, aber das ist jetzt schon sehr, sehr schwierig, dass sich das noch ausgeht. Das war der nächste Treffer von Lukas Hutecek, an dem viel, vielleicht, was dieses Spiel angeht, dann auch zu viel hängen geblieben ist. Kovic in Schwierigkeiten, verliert den Ball. Bleibt auch Ballbesitz für die Fibers. Die müssen jetzt natürlich schnell machen. Gute Check. Zu 27, 2 Minuten. Fibers natürlich jetzt entsprechend offensiv. Und es gibt die Auszeit von Mario Bielis, um für diese Schlussphase nochmal alles Nötige durchzusprechen. Jungs, ruhig bleiben, da darf jetzt nichts mehr passieren. Alter. Jungs, ja, da hat er recht. Hey, was ist wichtig? Was ist wichtig? Bewegung ohne Ball. Hey, Bewegung ohne Ball. Ohne technische Fälle, ohne technische Fälle. Jetzt, Luca, komm. Jungs, wir haben Zeit, gehen wir rein. Ja, genau. Faul, ruhig, wir spielen das ruhig. Ohne 2 Minuten, nein! Bewegen ohne Ball, klar, bei den offensiven Defensivbemühungen der Fibers muss da sehr agil gearbeitet werden bei den Hardern, aber wir haben es immer auch gehört, Dominik Schmidt am Anfang, da darf nichts mehr passieren. +3. Ja.
Also, normalerweise hat er da recht. Also jetzt erst nur maximal Ballverlust oder schneller Fehlwurf und dann die Flyers dann nochmal in Ballbesitz kommen, dann kann es vielleicht nochmal. Aber wenn sie das jetzt clever spielen, dann sollte das gelaufen sein. Zukovic abgelegt, Schweighofer. Ja, gibt nochmal 7 Meter. 7 Meter. Wird auch noch mal gewischt. Die Uhr ist angehalten. Wie üblich, Wolfgang Filzwieser im Kasten hat natürlich jetzt die Gelegenheit, hier mit einer Parade doch noch mal das letzte Fünkchen Hoffnung für die Fivers zu entzünden. Möglich ist das. Wir haben das in der Vorwoche gesehen. Tirol, Kishu, letzte Sekunde. Sitzt. Sieben Meter Festival jetzt sozusagen hier in Harz, 31-27. Dennoch ist das für die Fivers trotz des 7 Meters ja, eine vermutlich zu schwierige Aufgabe. Ja, das wird sich nicht mehr ausgehen. Und für die Harder ist das natürlich, ich will jetzt nicht sagen ein Befreiungsschlag, aber es ist natürlich gut, wenn man da jetzt, ja, ich glaube, das 5. Spiel jetzt gewinnt und einfach da wieder in die Richtung geht, wo man gerne hin möchte, auch trotz der angeschlagenen Spieler. Und Golodopnic addiert zu Thomas Hurichs großartiger Parade noch diesen gehaltenen 7 Meter. Und das war's dann. Die Harder gewinnen hier sicher gegen die Fivers. Holen, wie du sagst, den 5. Saisonsieg im 3. Heimspiel dieser Spielzeit. Und Luca Raschle kann nochmal durchmarschieren und setzt hier nochmal einen obendrauf. Das ist der 3. Sieg in Folge für die Harder. Und wenn die ersten beiden noch gegen Bernbach-Köflach, gegen Linz Siege waren, gegen Clubs, von denen man sagt, ja, die sind in der Tabelle eigentlich normalerweise deutlich hinter Harz zu finden. Der hier ist nicht nur die gelungene Revanche für die 24-28 Niederlage im Supercup im September, sondern es ist auch das ganz klare Zeichen, dass mit den Hardern wieder zu rechnen ist. Sie haben sich gefangen, sie haben sich gesteigert und sie feiern hier, das muss man letztlich sagen, einen verdienten Sieg. Ja, kann man wirklich sagen. Und ja, wie gesagt, für Hart, glaube ich, ein wichtig jetzt einmal gegen die Top-Mannschaft eigentlich zu gewinnen. Das wird in den Köpfen auch einiges bewegen bei den Spielern und die Harder wahrscheinlich jetzt da wieder mit deutlich mehr Selbstvertrauen. Jetzt geht man in die Nationalteampause mit einem sehr positiven Gefühl. Ja, wie gesagt, bei den Fivers heute das ein bisschen das Gefühl gehabt, es hat so ein bisschen dieser letzte Punch gefehlt, sei es die lange Anreise, beziehungsweise natürlich auch die Spiele, die sich jetzt dann trotzdem irgendwann anhängen und sagt, es ist für die Fivers kein Beinbruch. Für Hart ist das natürlich ein ganz wichtiger Sieg für den Kopf. Und ja, ich hoffe, dass alle gesund geblieben sind, die im Nationalteam dabei sind. Und hoffe, wir können da die Fivers-Spieler wieder aufbauen, beziehungsweise die dann beim Nationalteam dabei sind, wieder so frisch machen, dass wir dann am Mittwoch gegen die Esten gewinnen. Das hoffen wir auch. 32-28. Das ist der Endstand dieser Partie. Alpla HC Hart gegen HC Fivers WAT Margareten. Morgen gibt es, wie schon erwähnt, noch mal jede Menge Handball-Action bei uns auf Laola 1. Und morgen hat der bislang ungeschlagene Tabellenführer, die Tiroler, die Chance gegen Ferlach 9 aus 9 zu machen. Das Ganze, wie gesagt, bei den Kollegen von Krone TV. Und ich bedanke mich bei unserem Experten für den Tag, Paco Völser. Vielen Dank, dass du da warst und uns begleitet hast durch dieses Match. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War wieder sehr interessant. Und ja, viel Spaß am Wochenende mit den restlichen Spielen und hoffentlich bis Mittwoch dann beim Länderspiel. So ist es. Hoffentlich bis Mittwoch. Alles Gute für dich, fürs Nationalteam. Bleibt's gesund. Das geben wir dir und unseren Zuschauern mit auf den Weg. Einen schönen Freitagabend noch. Schönen Abend. Wer ist Vorarlbergs Nummer 1 im Fußball und im Handball? Wir zeigen es bei K19. Am Sonntag, 1. November ab 10 Uhr berichten wir vom Vorarlberger Derby in der zweiten österreichischen Fußballliga.
zwischen Austria Lustenau und dem FC Dornbirn. Und ab 14.30 Uhr zieht es uns nach Feldkirch. Dort übertragen wir live das Vorarlberger Handball-Derby in der Women Handball League zwischen Blau-Weiß Feldkirch und SSV Schoan Dornbirn. Sonntag, 1. November, live bei K19. Österreichweit in unseren Fernsehkanälen und online auf k19.at. Der Derby-Sonntag bei K19 in Zusammenarbeit mit Loola1.at wird präsentiert von Tozzi Vitaldrink mit Unterstützung der Sparkasse Feldkirch und McDonalds Vorarlberg. K19, am besten live. Tja, der Erfolg für den Alpler HC Hart, super Sache für die Harder, die in der Tabelle natürlich jetzt wieder näher dran kommen an die Mannschaft von Margareten. Sind sie die Nummer 3, wurde heute schon gefragt, in Österreich neben oder nach Tirol Handball und nach Margareten? Im Moment schaut es für die Harder ja sehr gut aus. Das werden wir alles gleich dann in Kürze analysieren können. Da wird sich Johannes Emmerich mit Andi Wager und mit Michi Knaut aus der Halle melden. Nach diesem Heimerfolg wird alles noch hergerichtet. Und dann können wir in die Halle nach Hart schalten. Und ich höre bereits, Sie sind schon parat. Und damit ab zu meinem Kollegen Johannes Emmerich. Es hat doch noch einen Heimsieg gegeben. Plus 4, Michi. Das hätte in der Halbzeit wohl der größte Optimist im Harder Lager nicht mehr getippt. Absolut nicht. Was dann irgendwann in der zweiten Halbzeit, so ungefähr Mitte der zweiten Halbzeit passiert ist, war so eine richtige Explosion in der Mannschaft. Ich glaube, die haben den ganzen Frust mal zusammengepackt und rausgelassen und bin unglaublich stolz auf die Jungs. Wir haben das wirklich auch in der zweiten Halbzeit einfach angefangen, auf die Chance zu spielen. Luca Raschle hat unglaublich wichtige Tore gemacht, dann in einer sehr wichtigen Phase und man hat einfach heute gesehen, es geht. Es geht und daran gilt es anzuknüpfen von mir aus, sollen sie das bis zum nächsten Heimspiel gegen West Wien immer wieder anschauen, das heutige Spiel, damit sie sehen, es funktioniert. Sie haben auf Andi Wager gehört, Luca Raschle, einmal über den Flügel und es hat funktioniert. Ja, Gott sei Dank, weil sonst, wenn wir Andi wieder hier stehen hätten und es hätte euch wieder nichts über die Flügel gelaufen, wäre endgültig durchgedreht, glaube ich. So muss man sagen, die Harder haben verdient gewonnen, ob jetzt die Fivers heute müde waren oder nicht, muss ich sagen, ja, lass ich mal so stehen. Aber Fakt ist, dass die Harder in der zweiten Halbzeit wirklich eine fulminante Leistung geboten haben, wichtige Chancen herausgespielt haben, kreiert haben. Und das ist das, was man am Handballsport einfach sehen möchte. Ja, dann ich glaube, wir haben mit Luca Raschle einen der Matchwinner bei uns. Luca, was ist da in der zweiten Hälfte passiert? Ja, ich denke, wir haben weniger Fehler gemacht. Wir hatten wahrscheinlich den entscheidenden Torhüter am Schluss mit 3-4 Paraden, wo uns dann den Vorsprung erarbeiten konnten. Ja, auch bei dir, das ist ja in der zweiten Hälfte dann gut gelaufen. Du wurdest ins Spiel eingebunden, das war davor etwas schwieriger? Nein, ich war für mein Gefühl in der ersten Hälfte noch nicht ganz wach oder keine Ahnung. Ich war nicht bereit für dieses Spiel, habe mich dann in der Pause reingekämpft nochmal und konnte dann eine zweite gute Hälfte zeigen. Was ist jetzt so im Harder Lager passiert? Der Saisonauftakt ist nicht so gut. Er hat nicht so gut funktioniert, ihr wart ein Sieg, drei Niederlagen, dann jetzt habt ihr eine positive Bilanz, was hat sich verändert? Ja, wir trainieren komplett, das ist mal der große Unterschied. Dominik Schmid ist zurück, der hilft uns und steuert das Spiel sehr gut. Boris Zivkovic ist öfters im Training, nicht immer angeschlagen, also ist schon gut, wenn man komplett trainieren kann. Danke Luca. Ja, und ich glaube, mit Tobi Wagner haben wir auch einen Vertreter der Pfeifers, der noch zu uns kommt. Hallo Tobi, grüß dich. Ja, Tobi, auch an dich die Frage. Ihr wart in der ersten Hälfte vorne, ihr habt das Spiel eigentlich dann im Griff, kurz vor der Pause. Was ist dann passiert aus eurer Sicht?
Ich glaube, ausschlaggebend war, dass wir uns für die erste Halbzeit nicht belohnen, dass wir dann mit einem Plus 1 in die Halbzeit gehen. Und das ist dann in Hart, wie wir wissen und schon öfters am eigenen Leibe gespürt haben, oft zu wenig. Und zweite Halbzeit kriegen wir jeden Angriff gefühlt ein Tor. Und das ist dann einfach zu wenig, um in Hart zu gewinnen. Also eher so in der Defensive ist es dann bei euch gescheitert? Wir kriegen 32 Tore schon wieder. Ich glaube, wir kriegen die letzten 5 Spiele immer über 30 Tore. Und das ist einfach ganz, ganz schlecht. Das ist nicht ausreichend und da muss einfach mehr kommen von uns, von unserer Deckung, von unseren Torhütern. Da nehme ich alle in die Pflicht und da gibt es jetzt für die nächsten Wochen einiges zu tun. Ihr hattet auch ein strenges Programm mit dem Europacup-Spiel unter der Woche. Hat man das heute gespürt in der zweiten Hälfte? Nein, also das darf keine Ausrede sein. Wir wollten diesen Weg gehen. Wir sind glücklich, dass wir in der Europa League spielen dürfen und vielleicht kommt das irgendwann später zum Tragen, aber wir haben jetzt 2 Spiele mehr gehabt als alle anderen, beziehungsweise eines, weil jetzt Bernbach letzte Woche eher ausgefallen ist. Also das darf eigentlich nicht als Ausrede zählen. Danke, Tobi. Gute Heimreise. Ja, was haben wir jetzt gesehen? Ein Spitzenspiel zwischen 2 Teams, die ganz oben in Österreich anzusiedeln sind. Absolut. Also bin ich ganz deiner Meinung, dass das heute wirklich ein Spitzenspiel war, dass Hart am Schluss verdient für sich entscheiden konnte. Ich finde das auch sehr ehrlich und sehr sympathisch von Tobi, dass er hier diesen Europacup nicht mit hineinnimmt und sagt, ja, wir hatten im Endeffekt nur ein Spiel mehr. Das heißt, man kann die Harder Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal einfach ein bisschen steigernd sehen. Und ich finde, sie haben heute wirklich gezeigt, was in ihnen steckt. Und einen Gegner bezwingen, der aus nichts kommt, sondern der jetzt einfach viele Jahre immer ganz oben mitgespielt hat und auch Titel gesammelt hat. Und deswegen bin ich heute wieder nach wie vor davon überzeugt, dass Alplatz Harder ein Wörtchen mitzureden hat, wenn es am Schluss um den Titel geht. Ja, wenn wir jetzt einen kurzen Blick noch in die Zukunft werfen zum Abschluss. Es ist vieles ungewiss, was Zuschauer anbelangt. Wahrscheinlich werden eher Geisterspiele auf uns warten. Das wird aber die sportliche Arbeit der Harder nicht wirklich beeinflussen. Nein, das hoffe ich nicht. Also es wird sicherlich, wenn diese Geisterspiele kommen werden, ist es wichtig vor allem, dass der Spielbetrieb am Laufen gehalten wird. Und dafür, muss ich sagen, arbeitet die Liga sehr, sehr professionell. Es wird ständig getestet und regelmäßig getestet. Es gibt Konzepte, wie man dann handelt, sollte mal ein positiver Fall entstehen. Und deswegen finde ich auch, okay, es wird sicherlich schwerer, wenn man dann nicht mal von 250 Zuschauern spielen muss. Aber das ist jetzt eine Situation, wo jeder durch muss, nicht nur der Alplatz hat, sondern die ganze Liga. Und ich hoffe, dass der Handball in Österreich deswegen jetzt nicht abgebrochen wird, sondern dass man zumindest mal diesen Grunddurchgang fertig spielen kann und dann hoffentlich im neuen Jahr vielleicht schon dann wieder mit Zuschauern und irgendwann dann wieder mal mit vollen Rängen oder vor vollen Rängen jeder spielen darf, denn das hat sich jeder verdient. Für das wird hart gearbeitet und hart trainiert und auch jeder arbeitet hart im Verein daran. Aber wann diese Situation wieder kommt, ist im Moment ungewiss und es gilt nach wie vor, dass jeder einfach jetzt im Moment auf sich Acht gibt, gesund bleibt und schaut, dass der Spielbetrieb am Laufen bleibt. Ja, diese Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität dann im Jahr 2021 kann man sich nur anschließen. Ja, wir bleiben jetzt mal mit wenig Fans in der Halle, aber ja, die Harder können heute doch zufrieden nach Hause gehen. Sollen das heute genießen, dass sie vor heimischem Publikum heute nochmal spielen durften, weil keiner weiß, was kommt. Sie haben sich diesen Sieg verdient. Und meiner Meinung nach das andere oder andere Bier jetzt natürlich auch nach dem Spiel in der Kabine. Ja, um 20 Uhr ist dann Sperrstunde und damit geben wir zurück ins Studio zu Martin Böckle. Tja, die beiden müssen sich sputen, dass sie noch ordentlich zur Zeit nach Hause kommen. Ja? Glaubt man den Meldungen, den Verordnungen, die da bereits geschrieben sind und einige Papiere schwirren schon herum, wird es für den Sport, für die Sportveranstalter noch Ärger kommen? Denn es sieht so aus, dass keine Zuschauer dann mehr in die Hallen dürfen in nächster Zeit und auch in die Stadien. Aber das alles wird dann am Samstag, also morgen, verkündet. Wir sind auf jeden Fall für euch alle da am kommenden Sonntag, übermorgen. Da geht's los mit Fußball am Vormittag. Sollte es stattfinden, das Vorarlberger Derby zwischen dem FC Dornbirn und der Mannschaft von Austria Lustenau als Gastgeber. Und am Nachmittag dann freuen wir uns auf das Vorarlberger Derby im Handball in der Women's Handball League zwischen Sparkasse Blaues Feldkirch und dem SSV Schoen-Dornbirn. Beenden möchten wir den heutigen Abend mit lockeren Sprüchen, die oft aber auch ernst gemeint sind, von unserem Handball-Experten Andi Wager, der das nächste Mal wieder hier bei uns im Studio sitzen wird. Danke fürs Zusehen, toller Erfolg für die Harder am heutigen Abend und wir wünschen allen jetzt schon ein schönes Wochenende.
Ah ja, du bist ja der Flügelspieler. Entschuldigung, dass ich dir heute keinen Pass gegeben habe. Titelfavorit, muss ich ganz ehrlich sagen, die Iron Fivers habe ich früher nie gesagt, weil wir immer geschlagen haben, ganz klar. Oder wäre der Ball reingegangen, dann wäre es natürlich eine Riesenkatastrophe gewesen. Ja, ja, der Knatter ist ein Beißer, das wissen wir alle. Also wenn ich mal die Tabelle sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da wird mir schon fast schlecht, weil so hat man Hart eigentlich noch nie gesehen. Ein Sieg zu Hause gegen Ferlach eigentlich, das hat man sich früher nie erträumt, dass man sagt, jetzt kommt Ferlach und jetzt muss man aufpassen, dass man daheim nicht einen auf den Deckel kriegt. Für was brauche ich im Handball letztendlich Flügelspieler? Da kennt ihr, ich habe das gesagt, dann kennt ihr Wäscheständer vom Kleiderbauer nehmen, stellt ihr zwei raus und sagt, that's it, das brauche ich nicht. Für was nehme ich die Flügel nicht mit ins Spiel? Linz ist von der Deckungsqualität her also sehr, sehr, früher hat man gesagt, das ist ein bisschen eine Emmentaler-Deckung, also weil sie sehr löchrig sind. Ein Fußballspiel ohne Bier und Wurstzähne oder Wurst, das ist einfach nicht ein Fußballspiel. Ja, nicht nur, weil ich mich vertippt habe, Gott sei Dank, da habe ich nicht gewählt, aber das ist nebensächlich. Bis Weihnachten ist, glaube ich, die Liga, jetzt nicht falsch verstehe, es ist nicht wurscht. Positiv in den Bus einsteigen, gut essen, gut trinken, gut schlafen, Vollgas. Das heißt, die rennen wie die jungen Anmaßen rennen die Vierer und zurück. Das Spiel ist jetzt zwar gewonnen worden, nur nächste Woche Freitag. Da kommt aber nicht Linz. Sondern die Pfeifers. Am Freitag live aus der Sporthalle am See auf K19. K19 ist ein Fernsehsender der besonderen Art. Das Motto lautet, alles unter einem Dach. Wir produzieren 100 Live-Übertragungen im Jahr. Wir beliefern 3 Millionen User über Social-Media-Kanäle. K19 sieht man in Österreich in 1 Million Fernsehhaushalten via Magenta und A1. K19 macht Lust auf Sport, Tourismus und mehr. Und das am besten live. K19 mit dem Motto: Alles unter einem Dach.